Guten Morgen, liebe Fraktion. Wie immer, wir haben 10.02 Uhr. Wir beginnen mit unserer Fraktionssitzung. Wir sind beschlussfähig, deshalb starten wir direkt durch. Wir kommen zu Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Es gibt einen Antrag zu einem nicht öffentlichen Teil. Da geht es um Personalfragen. Gibt es da Widerspruch, diesen nicht öffentlichen Teil zu machen? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir den wie immer am Ende der Sitzung. Top 2, Bericht des Vorstandes und der Pressestelle. Der beginnt wie immer der Ingo, bitte. Schönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns heute medial mit der anstehenden Nominierung des Vizepräsidenten. Das Mikro ist an. So. Also, wer es nicht mitbekommen hat, wir beschäftigen uns heute wahrscheinlich medial hauptsächlich mit der Top 4, ist es glaube ich, Nominierung des Vizepräsidenten. Wenn wir das dann medial heute und spätestens morgen dann abgefeiert haben, werden wir uns am Donnerstag wieder auf Inhalte konzentrieren, spätestens, nämlich da sind zwei Anhörungen, die für uns sehr interessant sind. Einmal um 10 Uhr die Anhörung zu Abgeordnetengesetz und Nebeneinkünfte. Und nachmittags um 16 Uhr oder 15 Uhr zum Archivgesetz. Die werden wir entsprechend begleiten. Und ansonsten viel Erfolg für die heutige Sitzung. Wir haben heute sehr viele Leute hier einmal im Saal, verschiedene Medienvertreter und auch im Stream, so viel ich weiß. Von daher benehmt euch. Gut, bevor der Joachim jetzt den Bericht des Vorstandes macht. Mea culpa, ich möchte noch mal ganz besonders die Mitglieder des Bundesvorstandes begrüßen, die seit gestern hier in Düsseldorf sind. Schön, dass ihr da seid. Wenn von eurer Seite aus der Wunsch besteht, um die Abfolge hier richtig zu gewährleisten, werden wir euch nach der Wahl des Vizepräsidenten noch mal Raum geben, wenn ihr noch was sagen wollt oder Fragen habt. Danke. Dann Joachim, bitte. Ja, der Bericht des Vorstands. Ich übergebe gleich weiter an den Marc. So war das ausgemacht. Wenn niemand was dagegen hat, ist es natürlich durch die Doppelung der Ereignisse zum heutigen Tag ein bisschen durcheinander. Wenn niemand was dagegen hat, würde ich ganz gerne den grundsätzlichen Bericht, das Protokoll ist ja einsehbar, sozusagen schieben auf einen heutigen späteren Zeitpunkt. Ansonsten würde ich jetzt auch anfangen, aber sollen wir den schieben auf später, damit wir dann jetzt sozusagen weitermachen können mit den anstehenden Punkten? Vielen Dank. Wohin möchtest du den dann geschoben haben? Ich würde sagen, auf kurz vor dem öffentlichen Teil. Nicht öffentlichen Teil, Entschuldigung. Alles klar. Gut, ja, das ging ja jetzt ganz fix. Das heißt, wir kommen jetzt schon zu Top 4 Nominierungen des Wahlvorschlags des Vizepräsidenten. Und da es um eine Personalwahl geht und es eine geheime Wahl ist, brauche ich jetzt erstmal einen Wahlleiter. Ganz am Schluss. Ja, das ist nicht öffentlich am Ende. Wäre toll, wenn sich jemand als Wahlleiter zur Verfügung stellen würde, idealerweise jemand, der gleich nicht zum Vizepräsidenten kandidieren möchte. Also ich würde das übernehmen. Das finde ich toll, Daniel, danke. Hat jemand was dagegen, dass Daniel den Wahlleiter macht? Brauchst du Wahlhelfer, Daniel? Ja, bestimmt. Ein Wahlhelfer wäre toll. Also gut, dann verstehe ich das so, dass. Möchtest du Wahlhelfer machen? Oder der Bundesvorsitzende immer Stefan Körner macht, dann nehme ich bevorzugt Super. Stefan. Das ist ganz toll. Das heißt, wir haben Daniel als Wahlleiter und Stefan als Wahlhelfer. Großartig. Dann übergebe ich jetzt bitte an den Wahlleiter. Bitte schön. Lieber Jaroslav, auch für dich und die Zuschauer und Zuhörer im Stream mit Mikrofon, sehr gerne. Soweit ich weiß, haben wir in unserer Satzung nach wie vor geregelt, dass grundsätzlich erstmal alle Mitglieder der Fraktion auf dem Wahlzettel stehen.
Und demzufolge würde ich gerne einmal dann die Runde abfragen, wer dann zurückzieht, beziehungsweise wer dann am Ende tatsächlich weiterhin kandidieren wird. Ich mache es mir jetzt einfach und gehe einmal hier so rum, damit die Nicole das auch entsprechend protokollieren kann und frage dann einmal die Kollegen ab. Nico? Ach so, ja. Wir gehen gegen den Uhrzeiger. Oh, dann muss dann, Dinge anders machen. Dann mache ich mal ein Schiebe. Du schiebst. Okay, Frank. Okay. Ich ziehe meine Kandidatur zurück. Okay, Olli. Ich ziehe meine zurück. Der Grumpy. Der Grumpy zieht seine Kandidatur zurück. Der Hans-Jörg. Ich ziehe auch zurück. Joachim. Ich habe heute Morgen noch geschwankt, aber ich ziehe zurück. Olaf. Ich ziehe meine Kandidatur zurück. Dietmar. Ich lasse sie bestehen. Okay. Lukas? Ich kandidiere auch nicht. Okay, jetzt habe ich bei einer Harald gefragt, aber er würde vermutlich gerne, aber kann irgendwie nicht. Simone? Ich ziehe nicht zurück. Du ziehst nicht zurück. Moni? Ich lasse meine Kandidatur auch bestehen. Toso? Ja, ich kandidiere. Ich Birgit. Kandidiere nicht. Du kandidierst nicht. Dirk? Zurück. Kai? Und ich ziehe auch zurück. Okay, dann wären wir jetzt nochmal bei Nico. Achso, ich habe ja, hab das ja gerade schon gesagt, ich ziehe zurück. Ja, ich habe ja so ein hervorragendes Kandidatenfeld, dann ziehe ich meine Kandidatur zurück. Ist, denke ich mal, ausreichend Auswahl vorhanden. Okay. Gut. So, dann muss ich jetzt einmal kurz gucken. Es gibt Nicht-Anwesende. Daniel, Michelle, Stefan. Sonst noch irgendjemand? Von denen ist uns jetzt, jetzt müssen wir einmal kurz helfen in der Satzung. Die hätten erklären müssen, dass sie dann kandidieren in dem Moment. Das liegt nicht vor, oder? Grumpy, ich frage dich mal als PGF, ob du irgendwas hast. Also ich habe bis zum Zeitpunkt 10 Uhr heute keine entsprechende E-Mail, Anruf oder sonstige Mitteilung diesbezüglich erhalten. Okay, dann bleibt es dabei. Dann schließe ich jetzt in dem Moment die Kandidatenliste. Es kandidieren Dietmar, Simone, Moni und Toso. Ist das richtig? Das sieht so aus. Sehr schön. Okay. Ich, bitte? Merkst du? Ja? Sie schon hier? Okay, danke. Gut, der Grumpy geht ein paar Wahlzettel vorbereiten. In der Zwischenzeit, klassischerweise bei Piraten ja üblich, könnte durchaus noch gegrillt werden. Wer also noch Fragen an die Kandidaten hat, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, die entsprechend zu stellen. Natürlich darf auch der kontrollierende Bundesvorstand Fragen stellen. Ja. Darf jeder Fragen stellen, auch im Stream? Ja, also wenn der Stream Fragen hat, dann... Lukas! Klar, natürlich. Also solange die Wahlzettel gedruckt werden, möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen und einfach mal alle Kandidierenden fragen, was denn eure Motivation für eure Kandidatur ist. Der Toso fängt an. Ach, das hat schon mal geklappt. Ja, danke Lukas. Meine Motivation ist relativ einfach. Ich denke, dass ich der Fraktion an der Stelle gut weiterhelfen kann, da ich ja schon diverse Versammlungsleitungen gemacht habe, sowohl hier in der Fraktion wie auch in der Partei bei LPTs, Ausstellungsversammlungen und Kreisparteitagen, Kreismitgliederversammlungen. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich dann eine Versammlung leiten würde. Das klappt auch meist ziemlich gut. Ich habe das auch oft mit Daniel Düngel zusammen gemacht, von daher ist das jetzt, wer möchte einen Fünfer zahlen? Ja, das ist schon mal abgelöst, ja. Gut. Dazu kommt noch, dass ich mich da an der Stelle auch gerne einer Verantwortung stelle, die Fraktion halt zu übernehmen hat in diesem parlamentarischen Ablauf. Das würde ich auf jeden Fall gerne tun. Kleinigkeit noch anbei, wir müssen in der NRW-USA Gruppe wenig ändern halt. Das wäre ein kleines Add-on. Lukas, ist in deinem Sinne, wenn ich den nächsten nominiere? Dann jetzt Simone? Ist das so eine Art Eisbucket-Challenge jetzt, oder? Ja. Nur ohne Eisbucket.
Gut, also die Aufgabenbereiche, die im Präsidium liegen, sind alles Aufgaben, die ich sehr gerne machen würde. Und ich denke auch, dass ich die Fähigkeiten und Eigenschaften mitbringe, um diese Aufgaben zu bewältigen. Des Weiteren denke ich auch, was du gerade gesagt hast, ist, denke ich, eine gute Sache für die Fraktion auch, zumal ich glaube, dass ich in den anderen Fraktionen eine gewisse Akzeptanz habe und dort sehr schnell auch für Vertrauen für mich werben kann. Ja, ich habe ja 1,5 Jahre in der Funktion PGF gearbeitet. Das heißt, ich weiß ungefähr, was im Ältestenrat läuft. Ich weiß, was im Präsidium läuft. Mir hat das immer unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe mir in den Sommerferien das sehr gut überlegt. Ich hatte ja auch irgendwann mal so ein bisschen Frust gehabt und überlegt, vielleicht gar nicht weiterzumachen und habe mich jetzt entschieden, dann nochmal diese 2,5 Jahre auf jeden Fall hier zu bleiben, egal ob ihr mich wählt oder nicht, also es ist völlig unabhängig davon, weil ich glaube, auch nochmal auf einigen Diskussionen der Klausurtagung ist das ja schon mal gesagt worden, wir können Dinge nur ändern, wenn wir hier aktiv mitmachen und wenn wir versuchen, die Dinge so zu beeinflussen, dass sie gut laufen, und es hilft keinem von uns, wenn wir einfach die Segel streichen und sagen, ich habe keine Lust mehr und vor lauter Frust nicht mehr weitermachen, und ich würde gerne da meine Kraft nochmal einsetzen, hier für die Fraktion nach vorne zu starten, dass wir 2017 vielleicht eine Chance haben, wieder gewählt zu werden. Da bleibe ich übrig. Die Frage war die nach der Motivation. Meine heutige Motivation zu kandidieren, die Fraktion dann im Präsidium zu repräsentieren, wie aber auch natürlich das Präsidium durchaus mit einem gewissen, zumindest kleinen politischen Anspruch, auch im Land Nordrhein-Westfalen zu vertreten, ist keine andere als vor gut 2,5 Jahren, als ich auch schon mal für diese Nominierung kandidiert hatte. Allerdings heute mit dem Abstand zu dieser Wahl, aber auch mit der Erfahrung, die wir ja alle haben sammeln können, möchte ich umso mehr den Aspekt betonen, dass wir vertrauensvoll im Präsidium vertreten sein wollen, und das möchte ich, dieser Vertrauensträger möchte ich gerne werden, vor dem Hintergrund eines gewissen diplomatischen Anspruchs, den ich da mitbringe, denn ich glaube schon, dass Diplomatie auf diesem Feld des Amtes des Vizepräsidenten innerhalb des Präsidiums, wie aber auch selbstverständlich innerhalb des Ältestenrates, eine tragende Säule ist, war und ist und möglicherweise auch sein wird, auch vor dem Hintergrund des Umstands, dass wir Veränderungen herbeiführen wollen. Veränderungen herbeizuführen ist gerade in einem so, ja, ich möchte mal sagen, festgefahrenen System wie unserem parlamentarischen System nicht so einfach, wie wir haben feststellen können. Und vor diesem Hintergrund bedarf es eben aus meiner Sicht dieses Quäntchens an diplomatischem Geschick. Ich glaube, dass ich dieses mitbringe und hoffe, dass ihr mir insofern dann diesen Vertrauensvorschuss geben wollt. Wie auch selbstverständlich, ich glaube, dass aufgrund meiner vielfältigen Tätigkeiten hier im Landtag Nordrhein-Westfalens ich dieses Vertrauen ebenfalls werde einwerben können bei den anderen Fraktionen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das waren, glaube ich, alle 4 Kandidaten. Der Lukas hat sich zu einer weiteren Frage nochmal gemeldet und ist dann auch direkt dran und darf heute den Cheffrager hier machen. Ach, das ist ja eine Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht, dass sich jetzt hier der Einzige über eine Frage stellt. Alle Kandidaten betonten gerade eben die Rolle halt des Präsidenten nach innen, ins Präsidium herein. Nun wissen wir ja auch, dass der Präsident oder Vizepräsident auch eine große Rolle in der Außendarstellung der Fraktion einnimmt. Das sehen wir ja nicht zuletzt daran an der großen, erfreulichen, dem Interesse der Medienvertreter hier. Hallo. Deswegen die Frage auch wiederum an alle Kandidaten, diesmal in verkehrter Reihenfolge. Was wollt ihr anders oder besser machen als die anderen Vizepräsidenten oder bisherigen Vizepräsidenten?
Das kann ich ja in der Außendarstellung. Soweit ich es mitbekommen habe, hat unabhängig von den Presseberichterstattungen der letzten Zeit, wie aber auch zu anderen Aspekten in zurückliegender Zeit, Daniel in der Außendarstellung des Präsidiums, des Landtags und auch der Fraktion ein recht gutes Bild abgegeben. Das mag jetzt etwas, ja, ich sag mal, widersprüchlich klingen zu dem Aspekt oder zu den Gründen, aus denen wir hier jetzt zusammenkommen müssen, um eine neue Nominierung vorzunehmen. Aber Daniel, glaube ich, wie gesagt, hat nach meiner Anschauung das sehr gut gemacht. Und in diese Fußstapfen, wohl bemerkt die inhaltlichen, würde ich schon treten wollen, sicherlich mit einer anderen persönlichen Note. Das ist eben, liegt in der Natur der Sache. Aber anders als die anderen Vizepräsidenten, muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir natürlich im Moment noch etwas die Nähe zu diesen, jenen Personen, sodass ich im Innenbereich des Präsidiums, der überwiegend geheimtagt, Problematik sehe, dass ich nicht deren Verhalten innerhalb des Ältestenrates einschätzen kann, innerhalb des Präsidiums einschätzen kann. Soweit ich das innerhalb der Außendarstellung der anderen Vizepräsidenten auch betrachtet habe, ist die Neutralität deren oberstes Gebot, und das tun sie recht gut alle. Was müssen sie auch so tun? Quasi eine überparteiliche Stellung. Daran, denke ich, sollte man in diesem repräsentativen Amt auch nicht viel ändern. Allerdings denke ich schon, das, und da greife ich zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, ist es sicherlich eine Frage von vorsichtigen Versuchen, insgesamt auch in diesen Präsidialapparat, ähnlich wie in andere Ausschüsse zum Beispiel, wie wir es auch schon in dieser Legislaturperiode geschafft haben, etwas mehr Nachvollziehbarkeit, etwas mehr Offenheit, auch vielleicht etwas mehr, naja, sagen wir es einfach mal mit einem Wort, Transparenz hineinzubringen. Und wenn das innerhalb des Rests dieser Legislaturperiode oder auch darüber hinaus auf dieser Ebene gelingen kann, wäre das sicherlich ein guter Erfolg. Ja, ich glaube, von der Außenwirkung war das immer so, dass ich als sehr offen, ehrlich und aufrichtig gelte, als sehr zuverlässige Partnerin. Und ich glaube, da sollten wir durchaus auch bleiben, weil wir gesagt haben, wir wollen ehrliche Politik machen, auch mit Selbstkritik. Ich glaube, dass wir uns so schon so ein kleines bisschen unterscheiden von den anderen Vizepräsidenten, einfach weil unsere Art eine offene andere ist, ist zumindest mein Eindruck. Und wenn ich das richtig sehe, sind das viele Termine auch in Schulen, die gemacht werden. Und da kann ich dann nur sagen, das ist für mich einfach auch Heimspiel, weil ich irgendwie mit Schülern umgehen kann, gut mit Jugendlichen umgehen kann. Und da freue ich mich auch riesig drauf, wenn ich die Chance hätte, das zu tun. Also die ganzen Veranstaltungen, die ich bei den anderen Präsidenten beobachten konnte, wo ich daran teilgenommen habe, hat man natürlich immer diese sehr neutrale, offene, aber auch sehr freundliche Art nach außen. Und ich denke, in der Präsentation nach außen bleibt da auch nicht viel Spielraum. Also man sollte ja nicht versuchen, den Joker zu machen. Und dazu ist diese Präsentation natürlich auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Ich denke schon, dass es jeder Präsident seine eigene persönliche Note hat, die da ruhig reinspielen kann. Ansonsten gilt es der Würde des Amtes auch, eben da entsprechend gleich zu sein und eben dieses offene, freundliche nach außen zu präsentieren. Ja, Lukas, du fragtest ja danach, was wir besser machen würden als die anderen Präsidenten. Das würde ich erstmal gar nicht so als Maßgabe nehmen. Das Bessermachen fände ich an der Stelle ein bisschen vermessen. Ich glaube, egal wer von uns das sich dem Parlament hier anbietet, wir würden bestimmt viele Sachen anders machen, so wie Moni sagte, sehr offen an die Sache drangehen. Ob das dann besser oder schlechter ist,
das wird, werden die Menschen jeder für sich einschätzen müssen. Aber ich würde nicht mit der Vermessenheit da dran gehen, zu sagen, ich mache das jetzt besser als die anderen drei. Das fänd ich nicht die richtige Vorgehensweise. Ansonsten fragtest du ja auch in Bezug auf unsere Fraktion. Ich sehe das mehr so, wie wahrscheinlich auch die anderen drei, dass man ja hauptsächlich das Parlament als Ganzes vertritt, den Landtag als Ganzes. Klar ist immer so ein paar einzelne Prozentpunkte, dass man sagt, ja, das ist ja auch der Pirat oder die Piratin. Aber hauptsächlich vertritt man ja nach außen den Landtag, nicht irgendeine einzelne Fraktion. Das ist ja auch Leitspruch des Präsidiums, diese Überparteilichkeit, und die sollte man da auch größtmöglich wahren. Dass man natürlich an der Gestaltung des Präsidiums, an der Weiterentwicklung da mitarbeitet, klar, aber halt im Konsens mit allen. Das ist das Wichtige an der Stelle. An der Stelle ist halt nicht unbedingt immer Punkrock gefragt. So, okay, das waren alle Kandidaten. Olli hat auch noch eine Frage. Warum brauchen wir denn überhaupt einen Vizepräsidenten? In der Reihenfolge so. Danke, Olli. Ich glaube, wir brauchen deshalb einen Vizepräsidenten. Einmal, weil es jeder Fraktion gut ansteht, die Verantwortung, die der Parlamentarismus mitbringt, auch wahrzunehmen. Wir sind hier nicht nur für die Kür gewählt worden, sondern auch für die Pflicht. Und solange wie alle Fraktionen verpflichtend, oder nicht verpflichtend, sondern wie alle Fraktionen die Möglichkeit haben, einen Präsidenten oder Vizepräsidenten zu stellen, sollten wir das auch wahrnehmen. Dazu gehören verschiedene organisatorische Aufgaben des Präsidiums, von denen wir dann in der Primärfunktion abgeschnitten werden, sondern immer erst im Sekundären erfahren würden. Von daher ist das auch halt vom rein praktischen sinnvoll, einen Präsidenten zu stellen. Joachims Beitrag richtete sich nicht, glaube ich, zu meinem Wortbeitrag. Der Toso hat das im Grunde alles gesagt. Ich finde es wichtig, dass wir weiter hier in den Gremien mitmachen, dass wir weiterhin die Chance nutzen, Entscheidungen zu beeinflussen. Wenn wir aus den Gremien herausgehen, dann glaube ich, haben wir nicht mehr so viel Gestaltungsspielraum, wie wir den im Moment haben, wenn wir in den Gremien mitarbeiten und versuchen, da auf Augenhöhe tatsächlich gemeinsam hier die Dinge zu gestalten und zu regeln. Ja, meinen beiden Vorrednern ist nicht viel hinzuzufügen. Solange alle Fraktionen einen Vizepräsidenten stellen, ist es ein Gewicht, was wir mit einbringen können, was auch den PGF und den Fraktionsvorsitzenden im Rat stützt. Und das sollte man nutzen. Und letztendlich, ich weiß, der Bundestag, der kommt mit zwei Präsidenten aus, aber die Terminlast ist doch erheblich, so dass man dadurch die Präsidentin ja bezüglich der Termine auch entlastet. Und solange es wir ja hier in NRW keine Reduzierung auf zwei Präsidenten haben oder wie auch immer, sollte es dabei bleiben, dass jede Fraktion dieses Gewicht mit einbringt. Da bleibt mir gar nicht viel zu ergänzen. Es ist alles gesagt von meinen Vorrednerinnen, von Toso, also von Simone, Moni und Toso. Allerdings ein allgemeiner Satz noch. Wir sind hier angetreten, um innerhalb des parlamentarischen Systems etwas zu bewirken. Für die Menschen im Land, die uns gewählt haben. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir uns eben nicht außerhalb dieses parlamentarischen Systems stellen, sondern dass wir mitwirken innerhalb des Systems. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch einen Vizepräsidenten, solange es das Institut des Vizepräsidenten gibt. Der Fraktionsvorsitzende himself möchte noch Fragen stellen. Bitte. Ja, ich habe auch nur eine Frage, die sich an alle vier richtet. Die Reihenfolge ist mir relativ egal. Es gibt gewisse Elemente bei der Kursbestimmung der Fraktionen. Da steht im Raum mehr Punkrockwagen, Rock'n'Roll. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für einen Landtag, einen Landtagsvizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin doch eine ziemliche Gratwanderung ist, das im Präsidium zu regeln. Ich würde von euch gern wissen, wie ihr dieses Problemfeld, dieses Spannungsfeld einschätzt und wie ihr vorhabt, damit umzugehen. Danke. Ist mir egal. Fang du an. Klappt immer wieder. Ja, man muss sich ja da gewahr sein, dass wir hier einen Vorschlag wählen,
dem im Endeffekt entweder das ganze Plenum folgt oder auch nicht. Wählt das ganze Plenum unseren Vorschlag, dann sind wir von dem ganzen Plenum gewählt und auch diesem verpflichtet. Wir sind also hauptsächlich dem ganzen Landtag verpflichtet, nicht einer einzelnen Fraktion. Das mit dem Punkrock, habe ich gerade schon in meinem anderen Wortbeitrag gesagt, sehe ich an der Stelle eben nicht. Das machen wir parlamentarisch im politischen Feld, nicht im organisatorisch-repräsentativen Feld. Bitte mal. Ja, würde ich sagen. Ja, trotzdem kommt es zu Situationen, die schwierig werden. Ich habe das schon gesagt, das ist ein Drahtseilakt, weil zum einen man tatsächlich die Verbindlichkeit sucht zu den anderen Fraktionen, zum anderen aber ganz klar in Sitzungen auch die Meinung der Fraktion vertritt. Das ist einfach so. Also es ist nicht nur so, dass man fürs Land steht, sondern man muss auch schauen, dass man die Interessen der Fraktion in diesem Gremium zur Sprache bringt und versucht auch durchzusetzen. Das wird schwierig, das war auch schwierig, glaube ich, das weiß der Daniel, das war ja ähnlich wie in dieser PGF-Situation. Da muss man genau abwägen und schauen und da braucht man wirklich dieses Fingerspitzengefühl für. Und ich glaube schon, dass man das hinkriegen kann, wenn man so ein bisschen erstmal die Verbindlichkeit sucht und die Augenhöhe, dass man dann, ja, es ist ein Geben und Nehmen, ne? Man muss dann einfach gucken, wie das in der Situation sich so darstellt. Ja, ich erinnere mich an ein Wahlplakat, niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Aber ich denke, ich bringe das diplomatische Geschick mit für diesen Seiltanz. Ich denke, man kann es ein bisschen übertragen auf die Arbeit, die man auch in den Ausschüssen hat, wo man ja praktisch erstmal die anderen Abgeordneten kennengelernt hat, sich ausgetauscht hat, guckt, wo geht denn ungefähr die Reise hin. Und wenn es dann um Anträge geht, eventuell um gemeinsame Anträge, dass man dann in Verhandlungen geht, das heißt, man bleibt bei seiner Position, hört aber nicht auf, mit den anderen zu kommunizieren und zu verhandeln. Ich hatte mal eine Zeit lang auf so einen Bildschirmschoner laufen, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich denke, dass gerade hier in diesem Gremium die Punkrock-Situation oder jeder Veränderungswille die Kraft gewinnt dadurch, dass man eben versucht zu überzeugen. Dass wir nur eine Stimme sind in so einem Gremium oder haben, ist vollkommen klar. Das ist so klar, wie es darum geht, in Demokratien Mehrheiten zu gewinnen. Wir können noch so tolle Vorschläge haben, wir müssen andere davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und das ist die Schwierigkeit und dazu müssen wir einfach antreten. Es wird sicherlich nichts nutzen, Punkrock, Rock'n'Roll, was immer, mit Werf vorzutragen im Sinne von, hier bin ich und wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Randale oder so. Das wird nicht funktionieren, darin liegt keine Überzeugungskraft. Das wird man, wie gerade hier im parlamentarischen Betrieb üblich, mit Worten versuchen müssen, hinzubekommen. Das muss nicht innerhalb von Gremiensitzungen sein, das kann auch in jedem Gespräch außerhalb dieser Sitzungen passieren, mit Abgeordneten eben jener Fraktionen, aus denen auch wiederum Vizepräsidenten entsandt werden oder die Präsidentin stammt. Und da geht es um eine Veränderung möglicherweise in der Auffassung, in den Köpfen. Und diese müssen wir eben durch Überzeugung gewinnen. Danke. Okay, gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Kandidatinnen und Kandidaten. Ich sehe, das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann können wir in den eigentlichen Wahlakt eintreten. Nur noch mal zur Klarstellung, wir wählen natürlich, Toso hatte das, glaube ich, gerade in seinem Wortbeitrag auch gesagt, wir wählen natürlich heute nicht den Vizepräsidenten oder den Landtagsvizepräsidenten, sondern lediglich unseren Kandidaten, der ja dann vom Landtag noch gewählt werden muss. Ja, jetzt würde ich meine zauberhafte Assistentin Stefan Sekor-Körner vielleicht bitten, mir einmal kurz zur Hand zu gehen und dann verteile ich euch die entsprechenden Wahlzettel. Ach so, die Urne steht hinter dir, die zeige ich euch gleich. Ganz kurz zum Wahlverfahren, nur zur Erinnerung, aber wir kennen das ja mittlerweile alle, es stehen halt alle vier Kandidaten auf dem Wahlzettel. Ihr habt so viele Stimmen, wie ihr abgeben wollt. Ihr könnt also jedem Kandidaten eure Stimme geben, einzelnen Kandidaten eure Stimme geben oder auch keinem Kandidaten die Stimme geben. Gewählt ist nachher derjenige Kandidat, der die meisten Stimmen hat und dabei mindestens die Hälfte der Stimmen der Fraktionen bekommen hat. Ja.
Das ist soweit verständlich gewesen, hoffe ich. Oder gibt es dazu Fragen zum Wahlverfahren? Michelle, hast du Fragen zum Wahlverfahren? Du verstehst das ja häufig nicht. Nein? Okay. Wir haben hier wir haben hier geeichte Kugelschreiber noch mit. Die bekommt ihr vom Bundesvorsitzenden himself. Ach so, ja. Du hast ja, ich muss doch gucken, dass wir auch... Süßstoff? Was? Was haben wir? Haben beide was von. Also du solltest noch sagen, ob man einem Kandidaten vier Stimmen geben darf. Ja, das, ich kann das gerne noch mal ergänzen. Wer hat mir denn jetzt hier einen Kaffee hingestellt? Andro ist echt meine geilste Assistentin, die ich habe. Jetzt darf ich sowas auch sagen. Also, ich zeig euch jetzt die Urne. Ich wollte aber noch, danke, ja, ich wollte noch was klarstellen, weil zwei Fragen noch oder Hinweise gekommen sind. Ihr dürft natürlich nicht, also in dem Fall nicht, wir haben leider irgendwann mal das Court-Voting abgeschafft, was ich sehr bedauere. Ihr dürft natürlich einem Kandidaten auch nur maximal eine Stimme geben. Also jetzt vier Stimmen bei einem Kandidaten oder einer Kandidatin bringt irgendwie nichts, das würde den Wahlzettel ungültig machen. Genauso macht es den Wahlzettel ungültig, wenn ihr drauf schreibt, dass Daniel Düngel zum Beispiel der Vizepräsident eurer Wahl ist. Das bringt es halt auch nicht an der Stelle, auch wenn ich mich sehr freuen würde. Aber hilft uns jetzt bei der Wahl einfach nicht weiter. Beim Falten würde ich euch bitten, den Zettel achtmal zu falten. Geht nicht. Wer das schafft, ist automatisch Landtagsvizepräsident. Ja, ansonsten bitte einfach zweimal falten. Ich glaube, das ist relativ einfach. So, jetzt zeige ich euch noch die Wahlurne. Ich habe einen Schlüssel. Jetzt müssen wir bis 11:30 aushalten. Ach je.
Oh, die Brust ist ja gleich weg. Ja, kann ich ja weiß. Aber was Tolles zu besprechen, wo die Presse dann noch abfahren will. Okay, guck mal. Da bleiben ja noch einen Moment. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist schon klar. Aber da, das haben die anderen halt anders gesehen. Aber dann kann ich mitleben. And the winner is Berlusconi, oder was? Chuck Norris. Chuck Norris, was kennst du das? So, liebe Fraktion, ich glaube, ich habe alle 10 Staffeln von DSDS geguckt. Ja, Deutschland sucht den Superstar. Derjenige von euch, der das auch schon mal gesehen hat, der weiß, wie spannend das nachher mit dem Wahlergebnis und so weiter ist. Ja, dann machen wir gleich also nochmal eine Werbeunterbrechung und all diesen Spaß. Bitte? Werbeunterbrechung für Open Antrag. Also ihr könnt unter openantrag.de jederzeit Anträge an die Piratenfraktion einreichen und an alle Piratenfraktionen übrigens weltweit.
Und die werden dann in den Parlamenten und Räten und so weiter tatsächlich von uns auch eingebracht, also geprüft und eingebracht. So sieht's aus. Also, auf Platz 4 ist Dietmar mit 5 abgegebenen Stimmen. Auf Platz 2 und Platz 3 sind stimmengleich Simone und Toso mit 7 Stimmen. Und ja, gewählt ist damit die Monika mit 13 gültigen Stimmen und ist damit unsere Kandidatin für das Amt des 4. Vizepräsidenten. Ja, ich habe so ein bisschen Herzrasen. Ich weiß, dass das eine riesengroße Verantwortung ist und ich verspreche euch wirklich mein Bestes zu geben für die Fraktion und wirklich nochmal 2,5 Jahre hier dafür zu sorgen, dass wir 2017 eine Chance haben und ich nehme die Wahl an. Abgegebene Stimmen? Wo ist er denn? Stefan, du hattest durchgezählt, waren das 19 gültige? Waren alle da? Also 19 gültige Stimmen. Stimmzettel, so. Stimmen sind es ja tatsächlich mehr, also 19 gültige Stimmzettel. Ja, ich habe soweit fertig. Ich glaube, mein... Job ist dann damit erledigt. Erstmal. Vielen Dankeschön. Dank, Herr Wahlleiter. Vielen Dank auch an den Wahlhelfer. Es besteht, glaube ich, das Bedürfnis, dass wir jetzt mal ein kleines Päuschen machen. Ist das in Ordnung? Oh ja. Dann machen wir jetzt Pause bis 10.55 Uhr. Wir machen mit unserer Fraktionssitzung fort. Es kommt der Top 5, bis der Bufo da ist. Sonst hätten wir Top 3 gemacht. Top 5, Antrag, Infoveranstaltung mit Tom Clemens. Und dieser Top ist von Dannebold. Bitte schön. Ja, danke. Tom Clemens ist ein US-amerikanischer Anti-Atomkraft-Aktivist und Politiker, der eine Woche lang eine Reise durch Deutschland machen wird. Er ist besonders im Moment aktiv im Zusammenhang mit der Anlage im Savannah River. Das ist die Anlage, wo möglicherweise Atommüll aus Deutschland hintransportiert werden und dort weiterverarbeitet werden soll. Wir sind gegen derartige Transporte. Es gibt ein juristisches Problem. Atommüll aus Leistungsreaktoren, die also Strom, wirklich zur Stromproduktion gedacht waren, darf gar nicht exportiert werden nach geltendem deutschem Recht. Anders sieht es bei Forschungsreaktoren aus. Und es wird inzwischen auch schon versucht, manche Reaktoren umzudefinieren, sodass wir befürchten, dass zum Beispiel auch angedacht wird, durch eine Hintertür dann den Müll aus dem THT 300 in Hamm zu exportieren. Also es ist geplant, dass der Tom also hier in Düsseldorf am Montag, der 24. September, glaube ich, bei der Landespressekonferenz auftritt. Und wir könnten dann abends mit ihm zusammen unter Umständen eine Informationsveranstaltung machen, eine öffentliche, ihn also einladen. Dann sollten wir uns natürlich auch entsprechend an den Kosten beteiligen, die seine Reise verursacht. Deshalb müsste ich da ein gewisses Budget haben. Ich würde das gerne auf 5.000 Euro ansetzen. Damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich rechne aber nicht damit, dass das ausgeschöpft werden muss. Also ich denke, wir werden weit drunter bleiben. Ja. Das wäre es eigentlich schon. Also wie gesagt, eine Veranstaltung mit Leuten aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, dem Tom Clement aus den USA, also und uns eben. Ich habe mich kurz selbst gemeldet. Ich wollte das noch mal betonen, was du gerade gesagt hast, dass du weiter drunter bleibst. Du hattest ja gestern
in der Vorstandssitzung gesagt, dass es eher im dreistelligen Bereich bleibt. Also nicht, dass jetzt Menschen verschreckt sind, weil du 5.000 Euro als Budgetgrenze angesetzt hast. Also ich denke wirklich, wenn der jetzt vielleicht von uns ein Hotelzimmer hier kriegt, das ist nicht, also der wird am Sonntag in Jülich sein, an der Anlage selber, wo das Zwischenlager ja geräumt werden muss, das ist ja angeordnet worden, weil das nicht mehr erdbebensicher ist oder die Erdbebensicherheit zumindest nicht wirklich garantiert werden kann. Und die Frage ist halt, wo übernachtet er? Wir könnten ihm sicherlich ein Hotel hier in Düsseldorf bezahlen. Damit bist du noch nicht mal im vierstelligen Bereich, also selbst wenn du ein richtiges Luxushotel nimmst. Und ja, die Beteiligung an den Reisekosten, an den Flugkosten vielleicht. Das ist aber noch nicht so genau abgesprochen. Also ich muss ja auch erst diesen Antrag überhaupt stellen, bevor ich da weiteres einleiten kann. Gibt es Fragen, Lukas? Ich bitte darum, die genauen Details der Übernachtung, Kostenübernahme in den Bereich, in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands zu schieben, damit wir hier weiter mit der Fraktionssitzung machen können. Ja. Da sehe ich allgemeines Nicken. Dann machen wir das so. Kannst du auch mitleben, ne? Ja, da ich ja Mitglied des Vorstandes bin, kann ich damit auch leben. Danke. Gut, damit haben wir Top 5 erledigt. Ich würde jetzt ganz gerne, wenn der Wunsch auch da ist, vielleicht... Moment, es gibt keinen Widerspruch jetzt gegen diese Veranstaltung so durchzuführen, oder wie ist das? Nein. Gut, danke. Dann würde ich jetzt noch mal zu Top 3, zum Bundesvorstand zurückgehen. Vielleicht kommt er hier in Teilen mit in die Runde, wenn er, falls er was sagen möchte oder auch nicht. Ja, schönen Dank für den freundlichen Empfang. Ich würde gerne ein paar Sätze erzählen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Minuten Zeit für mich. Sehr schön. 2009, Daniel, ich mag dich auch dafür. 2009 war ich ziemlich am Rande Bayerns im Wahlkampf an einem Stammtisch und da war ein Journalist, der so die üblichen Fragen damals gestellt hat, wofür stehen die Piraten, wie viele Leute seid ihr, was macht ihr? Und der hat mir gesagt, dass er sich daran erinnert, dass wir wenige Monate vorher schon auf der Europawahl auf dem Wahlzettel standen. Und dann haben wir uns über Inhalte unterhalten, wofür wir eigentlich stehen, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und später hat er mich dann gefragt, ob der Name Piraten denn so glücklich gewählt ist. Ich meine, Piraten sind eher was Negatives im allgemeinen Sprachgebrauch. Und ich habe ihn dann nur gefragt, ob er sich daran erinnern kann, wer sonst noch alles auf dem Europawahlzettel war. Und damit war die Diskussion an der Stelle erledigt. Piraten ist ein geiler Name, weil er in Erinnerung bleibt. Ich habe immer wieder mal gesagt, wenn jemand mal mit einem Piraten geredet hat, dann vergisst er das nicht mehr. Ich glaube, wir haben einen richtig, richtig coolen... Nicht verschlucken. Ja, ich habe es gemerkt. Ich glaube, wir haben einen richtig, richtig coolen Namen. Und wir haben in den letzten Jahren auch gezeigt, dass wir mit diesem Namen in Parlamente gekommen sind, dass wir mit diesem Namen auch Wahlerfolge, positive Ergebnisse verknüpfen konnten. Wir wurden unglaublich oft gefragt, wofür die Piraten eigentlich stehen. Und aus Angst vor der Antwort, dazu haben wir noch keine genaue Position oder da müssen wir erst mal gucken, wohin die Reise geht oder ja, mal schauen, haben wir angefangen, Beschlüsse zu fassen ohne Ende. Wir haben Beschlüsse zu praktisch jedem Thema, das nur irgendwie vorstellbar ist, gefasst. Ein Journalist hat mir mal erzählt, dass wir in Bayern zur Landtagswahl mit einem Wahlprogramm angetreten sind, das doppelt so dick war wie das von der CSU. Also ich glaube, die Arbeit, wir haben kein Programm, haben wir erledigt. Wir haben jetzt aber ein anderes Problem. Ich werde immer noch gefragt, wofür stehen die Piraten eigentlich? Und ich glaube, das ist etwas, was wir ändern müssen. Ich glaube, was wir in all den Jahren nicht wirklich geschafft haben, ist, der Marke Piratenpartei ein Profil zu geben, unter dem sich jeder was vorstellen kann. Unter dem
jeder so ein Gefühl hat, wofür die eigentlich stehen, was die wollen und wofür man sie auf jeden Fall wählen muss. Es gab mal vor ein paar Monaten eine Aktion in, ich glaube in Essen. Da hat sich ein Journalist für eine Woche in irgendeinen Glascontainer gesetzt und wollte mal gucken, wie das ist, wenn man so unter völliger Beobachtung von außen steht. Und er hat im Vorfeld einen Videoclip gemacht, wo er seine Beweggründe dargestellt hat. Und unter anderem hat er dort gesagt, wenn ich mir anschaue, wie viel die NSA über uns weiß und was die alles machen, um uns auszuspionieren, dann müsste eigentlich jeder von uns die Piraten wählen. Tun wir aber nicht. Und ich dachte mir, verdammt, da müssen wir was ändern. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass die Piratenpartei sehr wohl einen Markenkern hat. Ich glaube aber, dass es uns nicht gelungen ist, diesen Markenkern auch tatsächlich darzustellen. Und ich glaube, dass wir noch nicht damit abgeschlossen haben, zu definieren, was genau dieser Markenkern ist. Wir werden von außen durchaus assoziiert mit bestimmten Themen. Wenn es heute um Snowden geht, dann werden wir gefragt, was wir dazu sagen. Wenn es um das Thema Rentenpolitik geht, werden wir eher nicht gefragt, was wir dazu sagen. Also es gibt schon Themen, für die wir auch tatsächlich wahrgenommen werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, herauszufinden, wofür wir wirklich stehen, was wir wirklich in den Mittelpunkt stellen wollen und was uns wirklich helfen kann, um, und jetzt bin ich dann fertig, damit du dich nicht gleich zum zweiten Mal verschluckst, während du Kaffee trinkst, wofür wir wirklich auch in Zukunft von einem Stammklientel gewählt werden wollen, weil wir genau das richtig machen und weil wir uns genau um diese Punkte sowieso kümmern. So, was ich mir von den Fraktionen, und da seid ihr die Größte, mit wünsche, ist, dabei zu helfen. Ihr habt, wie ich inzwischen gesehen habe, eine ganze Reihe von Leuten hier, die unglaublich viele Kompetenzen haben. Ihr habt die Möglichkeit, Ressourcen zu nutzen, zu verwenden, um Politik zu machen. Und meine Hoffnung ist, dass die vier Landtagsfraktionen, die wir haben, uns helfen, unser Profil nach außen so zu schärfen, dass die Leute sagen, ich wähle Piraten, weil. Und dieses ich wähle Piraten, weil, müssen wir aber gemeinsam erarbeiten. Und ich werde den Teufel tun, zu sagen, was ich glaube. Okay. Für mich ganz, ganz wichtig ist, und das habe ich immer wieder betont, und das sei auch an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnt, ich möchte miteinander Politik machen. Ich weiß, dass es innerhalb der Piraten sehr unterschiedliche Strömungen gibt. Es gibt Leute, die finden BGE super toll. Es gibt Leute, die finden BGE weniger toll. Ich glaube aber, dass wir alle in dieser Partei sind, weil wir gemeinsam Politik machen wollen, weil wir neue Politik machen wollen, weil wir die Politik verändern wollen. Und ich glaube, das können wir auch gemeinsam, selbst dann, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen zum Thema BGE haben. Okay, ich wäre fertig. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Super, dann kann ich dir ein Mikro wieder geben. Ja, bitte. Du sollst die Fragerunde machen. Ja, ich warte auf Meldungen, ich sehe keine Meldungen. Und, ja, danke. Also er ist Daniel Oliver Toso. Ja, warst du zuerst? Ich soll? Ja, okay. Ja, zunächst Secor und auch an den Rest, schön, dass ihr hier seid. Von mir persönlich einmal auch nochmal ein Danke. Wir waren ja auch im Kontakt in den letzten zwei Wochen und das tat gut. Du hast gerade viel gesagt, das würde ich alles so unterschreiben. Du hast gerade auch im Prinzip offen gelassen oder hast gesagt, die Fraktionen, ich übersetze das mal so für mich, sind so die Speerspitze irgendwo des Ganzen, weil die sicherlich auch einfach am meisten mit in der Öffentlichkeit stehen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit die Caro hier gehabt, weil das auch da schon ja erkannt wurde, dass das bislang in der Vergangenheit irgendwie ja nicht so gut genutzt wurde und auch überhaupt gar nicht irgendwie miteinander vernetzt wurde.
Gibt es konkrete Vorstellungen oder sowas? Habt ihr euch schon darüber unterhalten, wie ihr das verbessern wollt? Also ich habe ja gerade gesagt, Caro war auch schon hier, da war also zumindest schon mal halt das Bewusstsein da und irgendwie der Versuch gestartet worden. Aber so ein richtiges Ergebnis ist dabei ja auch nicht rausgekommen. Also außer, dass, ich sag mal, Joachim ein paar Mal dann bei den Bundesvorstandssitzungen dann mit dabei war. Aber so richtig konkret wurde es nicht. Habt ihr da schon irgendwie was an der Hand? Oder wie wollen wir das? Wollen wir das gemeinsam erarbeiten? Wie soll es, ich sag mal, in naher Zukunft weitergehen? Na, dann antworte ich gleich, dann muss ich mir nicht merken. Ich habe geschaut, dass Sie dir irgendwas merken. So, jetzt Hightech. Ich habe mich vor kurzem mit Caro getroffen und da war auch das ein Punkt und sie hat mir erzählt, dass das etwas ist, was sie gerne angestoßen hätte, aber was nicht wirklich weitergegangen ist. Ich glaube, es wäre unglaublich vermessen, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und sagen würde, hey, ich weiß, wie wir das jetzt machen und alles läuft. Ihr seid länger in dem Business, ihr habt mehr Erfahrung und ich bin hier, um zuzuhören. Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten haben wir, weil wir sind uns einig, wir müssen da etwas tun. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht wirklich funktioniert. Und das, was ich vorhin meinte, war, wir haben tatsächlich die Möglichkeit und wir sollten die nutzen. Aber wie, weiß ich nicht. Da würde ich mir wünschen, dass tatsächlich von euch Vorschläge kommen. Lasst uns einfach mal darüber diskutieren. Lasst uns mal, sagt mir, was ihr bislang gemacht habt. Vielleicht verstehe ich, wo die Schwierigkeiten gelegen haben könnten oder Dinge, die ich anders machen kann. Aber ja, also ich bin nicht hier mit einem fertigen Plan. Michel? Meine Frage wäre, ob wir jetzt die erste Fraktion sind, bei der du bist, oder ob du schon mit anderen gesprochen hast und was andere Fraktionen dazu sagen. Weil ich glaube, dass wenn wir thematisch Punkte setzen sollen, und wenn wir so einen Markenkern rausarbeiten sollen, dann müssen das alle Fraktionen gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber müssen das alle Fraktionen tun. Und ich glaube, da nur mit uns oder mit uns als Erstes zu reden, wir sagen jo, und alle anderen sagen, nö, machen wir nicht mit, würde halt nicht wirklich helfen. Ja, nein, ich bin in NRW bei der ersten Fraktion, weil ihr die ersten wart, die einen Termin, Dietmar, wo ist er? Die einen Termin hatten, der einfach machbar war und gepasst hat. Das heißt, die anderen Fraktionen kommen im Nachgang. Aber ja, du hast natürlich recht. Also das ist nichts, was man mit einer Fraktion macht und alle anderen außen vor lässt. Ganz im Gegenteil. Das muss ein gemeinsames Projekt sein. Wobei ich mir da aber nicht so die großen Sorgen mache, weil wenn meine Informationen stimmen, seid ihr als Fraktionen ja durchaus untereinander im Gespräch. Also ihr seid keine vier Satelliten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern ihr seid vier Satelliten, die regelmäßig mal miteinander diskutieren, wenn meine Informationen stimmen. Oliver? Ja, das stimmt. Aber andererseits sind dieser Informationsaustausch oder diese Treffen sind relativ punktuell. Also es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass ein Informationsaustausch zwischen den Fraktionen und Bundesvorstand sehr wichtig ist, weil daraus dass die Grundlage dafür ist, dass überhaupt was entstehen kann. Also ich persönlich fand schon das, was Bernd gemacht hat mit den Mumble-Sitzungen, speziell mit den Fraktionen, sehr gut. Da konnten alle mitbekommen, was die Fraktionen tun, also jeder, der ins Mumble ging und mal zuhörte. Die Dinger waren sehr, sehr kurz, also es war ein sehr, sehr kurzes Briefing. Und jeder wusste Bescheid, und zwar nicht nur der Bundesvorstand wusste Bescheid, was die Fraktionen überhaupt gerade tun, sondern die Fraktionen untereinander dann auch. Das ist, denke ich, mal eine Grundlage, überhaupt was miteinander zu machen. Ansonsten ist es klar, die NRW-Fraktion konzentriert sich, glaube ich, sehr auf NRW, weil wir alle oder viele von uns, alle stimmt nicht, gar nicht so in der Bundespartei verwurzelt sind, sondern in NRW. Und deshalb da die Kontakte besser laufen, wir auch natürlich selber gerade durch die Kommunalwahl jetzt schon mal die Herausforderung haben, uns innerhalb von NRW zu vernetzen. Viele denken dann gar nicht so richtig an die Bundesebene, außer wenn es ums Fachliche geht, nehme ich mich selbst nicht aus. Wenn es um Bauen und Verkehr geht, kenne ich die Leute auf Bundesebene. Und an anderen Sachen denke ich immer, das wäre ja nicht meine Angelegenheit. Und da ist vielleicht auch die Sache, wo man gucken muss,
als Bundesvorstand vielleicht auch und also auch als Fraktion, dass man ansetzt. Und zwar sowohl viele Kanäle zu haben, also nicht nur auf einen zu setzen, viele Kanäle zu haben, wo man bundesweit handeln kann, die Fraktion einbinden kann. Und andererseits dürfen diese Kanäle nicht unbestimmt sein. Es darf also nicht sein, ja, dass irgendjemand wird sich schon melden, sondern die Zuständigkeiten müssen halt so sein, dass wir hier, und zwar nicht die Fraktion, sondern jeder einzelne Abgeordnete in irgendeiner Weise irgendwo verpflichtet ist oder sich angesprochen fühlt. Ich muss gestehen, und ich denke, ich spreche durchaus für einige, dass man als Abgeordneter doch so viel Kram um die Ohren hat, dass Dinge, die man nicht machen muss oder später machen kann, auch mal aufgeschoben werden. Und das ist eine Sache, die uns hier als Fraktion schon immer ein bisschen, wo wir uns selber mal auch ändern müssen, die aber auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand betrifft. Also muss irgendwie etwas geben, wo der Handlungsbedarf eben nicht, ach komm, mach mal in 4 Monaten ist, sondern wo es unmittelbar ist und trotzdem nicht alles auf einmal. Ah, man muss fest und tief drücken, okay. Kurze Nachfrage, in welchem Turnus waren diese Mumble-Runden mit Bernd? Jetzt muss ich gerade überlegen, aber ich glaube fast, das war monatlich. Okay. Weil das ist etwas, was man auf jeden Fall machen könnte oder weitermachen sollte. Also wäre ich sofort dafür, richten wir wieder ein. Finde ich gut. Tu so. Ja, danke. Konsens des Ganzen ist halt, dass wir zwar Kontakte miteinander haben, sowohl mit dem BUFO wie auch mit den Fraktionen untereinander. Was wir aber nicht haben, ist in irgendeiner Form eine Struktur, an der man sich immer langhangeln kann. Das ist auch von einer Fraktion doof zu managen, weil dann würde man den anderen Fraktionen quasi auf der Ebene sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Kommt nicht immer gut an. Von daher fände ich halt schön, wenn der Bundesvorstand wirklich diese Instanz sein könnte, die diese Struktur schafft, wo sich jeder einfinden kann. Natürlich in Absprache mit den Leuten. Dazu muss man halt sagen, das hat, was Olli gesagt hat, einmal mit diesem Kurzbericht der Fraktionen immer ganz gut geklappt. Wo es mir ein bisschen fehlt von Bundesebene her, ist die fachliche Anbindung der einzelnen Gruppen zueinander noch. Das funktioniert nicht immer optimal. Ich sehe, dass wir in NRW ja eigentlich noch relativ viele aktive Piraten haben. Trotzdem haben wir vielleicht, wo ist Jens? 5 vernünftig aktive AKs. Und da sind auch schon sehr sporadische Dinge mit dabei. Wenn wir schaffen würden, diese Geschichte, sei es jetzt mit Themenbeauftragten, über den BUFO, über die Landesverbände, wenn wir das eingebunden kriegen, an die einzelnen, angedockt auch wirklich kommunikativ, an die einzelnen Fachmenschen in den Fraktionen. Wenn ihr diese Struktur schaffen könntet, dann wäre mir persönlich, sage ich jetzt mal ganz einfach außen vor, schon sehr, sehr viel geholfen, weil um diese Strukturen zu schaffen und diese Verknüpfungen hinzubiegen, brauche ich so viel Zeit, da bleibt dann das echt Politische, was ich hier eigentlich leisten muss, zu sehr auf der Strecke. Ja, wo ich mir die meisten Hoffnungen in dem Zusammenhang mache, ist tatsächlich, wenn wir es schaffen, die Aufgabenbereiche der Themenbeauftragten mal sauber zu definieren. Es gab in der Vergangenheit Themenbeauftragten, die tatsächlich dafür gesorgt haben, dass eine inhaltliche Arbeit zusammen mit den Leuten aus den unterschiedlichen Regionen Deutschlands passiert ist. Es gab aber auch Themenbeauftragte, die ihre Aufgabe darin gesehen haben, in den Medien mit dem Thema zu erscheinen. Und beides lässt sich wahrscheinlich gar nicht unter einen Hut bringen. Dazu sind die Aufgaben dann wieder zu groß. Deswegen wäre es sinnvoll, das tatsächlich mal zu definieren. Das ist auch ein Punkt, den ich vom vorhergehenden BUFO übernommen habe, der auf der To-Do-Liste steht, aber noch nicht wirklich angegriffen wurde. Ist aber definitiv etwas, was uns an der Stelle weiterhelfen könnte. Der andere Punkt, diese Strukturen zu schaffen,
die dieses Miteinander der Fraktionen und des BUFOs oder der Gesamtpartei eigentlich erst wirklich ermöglichen, ist aber etwas, was wir von außen nur ganz, ganz schlecht können. Also wir als Bundesvorstand können kaum sagen, Fraktionen, ihr müsst ab sofort Folgendes genau in der Form tun. Also wenn, müssen wir dann ein Miteinander finden, wo von beiden Seiten die Anforderungen spezifiziert werden, so damit wir einen gemeinsamen Prozess definieren können. Aber da wäre es eben cool, wenn sich aus jeder Fraktion tatsächlich auch einer dafür verantwortlich fühlen würde, den entsprechenden Input zu liefern. Ich glaube, dann haben wir eine gute Chance. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, lass uns dieses monatliche Mumble wieder aufnehmen, um einfach den Informationsfluss zwischen den Fraktionen und dem Bundesvorstand wiederherzustellen. Und im Zuge dessen können wir dann auch über die sonstig notwendigen Prozesse, um diese Informationsflüsse zu organisieren, diskutieren. Frank? Jo. Ja, hat mich sehr gefreut, was du gesagt hast. Wir haben uns noch nie über sowas unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt mal intensiv unterhalten haben über die Partei. Was ich sehr gut fand, war auch, wie du es gesagt hast, also von wegen Marke formen und Profil schärfen. Das ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Das haben wir hier auch erkannt. Wir haben hier bei uns eine Gruppe gebildet, die sich demnächst auch mit diesem Thema im Ansatz beschäftigen wird, die Gruppe Leitbild, also wo wir auch unser Verständnis und was unsere Ziele sein werden, halt besprechen werden. Und jetzt war hier gerade schon viel Organisatorisches. Also ich denke mal, wir Piraten, wir haben immer viel gemacht. Sind nach vorne gegangen. Und das wollen wir hier, oder da werde ich auch mit dran arbeiten, mit dieser Gruppe Leitbild, dass wir einfach nach vorne gehen. Ich denke, wir ziehen dann auch andere mit und über die Aktivität wird sich auch eine Form der Zusammenarbeit ergeben, dass wir uns immer absprechen, dass wir auf dem Stand bleiben und so weiter. Davon gehe ich aus. Ich warte aber jetzt nicht auf Strukturen, sondern denke, dass es notwendig ist, anzufangen. Insofern danke nochmal für deine Worte. Deine Worte? Ja, vieles wurde schon gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, nur noch nicht von mir. Also ich würde auch wirklich gerne da weitermachen, wo Caro aufgehört hat, dass man regelmäßige Treffen macht, nicht nur im Mammel, das ist sicherlich gut und wichtig, sondern auch so wie heute, dass jemand dann mal zu den Fraktionen kommt. Wir sollten auch unsere regelmäßigen, wenn auch in größeren Abständen stattfindenden, gemeinsamen Landtagsfraktionen treffen, da auf jeden Fall mit einbinden. Und generell bin ich in meinem Bereich, den ich so inhaltlich bearbeite, Umwelt, unzufrieden mit der Vernetzung zwischen den Landtagsfraktionen. Das liegt aber, da muss ich sagen, nicht nur an den anderen. Ich selber bin da auch nicht mit genügendem Energie dahinterher gewesen, dass das stattfindet. Wie wir das schon so besprochen hatten, das müssen wir verbessern. Das werden wir vielleicht auch schaffen, wenn wir es jetzt wirklich wollen, wenn der Bundesvorstand unterstützt. Und auch die Vernetzung mit der Basis, mit den bundesweiten und auch landesweiten Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen. Da läuft in meinem Bereich die AG Energiepolitik auf Bundesebene ganz gut. Das ist ein relativ positives Beispiel, was ich da nennen möchte. Und wir haben ein bisschen Probleme, in der Bundespolitik wahrgenommen zu werden, einfach weil wir es nicht im Bundestag geschafft haben. Und auch im Europaparlament halt nur mit einer Abgeordneten sitzen. Es ist aber so, dass viele Bereiche, die wir hier so jeder vor sich hin auf Landesebene bearbeiten, konkurrierender Gesetzgebung unterliegen. Das ist eigentlich sogar das meiste, was es an Politik in Deutschland gibt. Es gibt nur ganz wenige Sachen, die reine Bundespolitik sind und ganz wenige Sachen, die reine Landespolitik sind. Alles andere ist konkurrierende Gesetzgebung. Da haben wir beim Fracking zum Beispiel ein großes Thema, was bundesweites Interesse hat, weil es in mehreren Bundesländern stattfinden kann aufgrund der geologischen Gegebenheiten im Untergrund. Und auch eben geplant ist. Und sowas wie ein Jachtgesetz oder ein Naturschutzgesetz ist halt auch, da gibt es einen Bundesrahmen, gibt es entsprechende Bundesgesetze und die werden dann von den Ländern nochmal detaillierter ausformuliert. Und da haben wir eigentlich genug Punkte, wo wir auf diesem Weg über die konkurrierende Gesetzgebung auch in die Bundespolitik reinkommen können. Das müssen wir dann aber organisiert machen. Das können wir nicht machen, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen alleine vor uns hinfutschern. Da müssen die Schleswig-Holsteiner, Saarländer und Berliner halt mit ins Boot dann. Und das sollten wir tun, dann haben wir auch eine Chance, auch bundespolitisch wieder ein bisschen mehr reinzukommen. Das war's.
Vielleicht eine kurze Anmerkung dazu. Also zu Fraktionstreffen, auch zu gemeinsamen Treffen mit den anderen Fraktionen, meine ich, komme ich jederzeit gerne. Also wenn es Termine gibt, wo es sinnvoll ist, wenn ich da bin, um einfach zuzuhören, dabei zu sein, Input mitzunehmen, sagt mir Bescheid, jederzeit. Joachim? Ja, Stefan, erstmal vielen Dank für das bisher Gesagte, das war sehr aufschlussreich. Ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich eher auf die Parteistrukturen, die andere ist eher eine politische Frage. Ich glaube, als MDL, das gilt nicht nur für die hier Anwesenden, sondern für alle vier Landtagsfraktionen, macht man sich natürlich auch so Gedanken um die Partei und auch um die Frage, wie man da Lokomotive spielen kann, weil man das ja ist. Speerspitze ist auch gefallen, du hast es selbst auch gesagt. Und ich glaube, die Einschätzung ist nicht so ganz falsch, die da lautet, wir sind eine Partei mit roundabout 28.000 Mitgliedern. Schön, wenn alle zahlen würden, je nach Zählweise. Und haben aber im Wesentlichen immer noch Strukturen wie als Partei mit 900 Mitgliedern. Das heißt, da ist offensichtlich Handlungsbedarf. Meine Frage an dich, an den gesamten Bundesvorstand, gibt es konkretere Vorstellungen, wie man die Struktur professionalisieren kann, was dann auch dazu führt, dass dann die politische Willensbildung auf allen Ebenen der Partei natürlich nach vorne gebracht wird? Und dass quasi das Gehörtwerden des einzelnen Parteimitglieds sichergestellt wird. Gibt es Überlegungen beispielsweise, die in Richtung Vernetzung, / Bundesvorstand, Beirat mit den Fraktionen oder so gehen? Das wäre so eine Idee, die einige hatten. Zunächst mal zur Struktur, das war es zur Struktur. Und zweitens zur Politik. Ich und viele andere, wir haben natürlich alle heftig Wahlkampf gemacht, bei der Bundestagswahl zuletzt und dann auch bei der Europawahl. Und sind natürlich heftig mit dem Snowden-Thema aufgeploppt, was auch gut angekommen ist, die Aktionen. Hätten vielleicht auf Bundesebene ein bisschen besser koordiniert werden können, lag nicht in eurer Verantwortung jetzt. Da ist einiges schiefgelaufen. Aber man erlebt dann eben am Infostand draußen, dass Überwachung so ein Thema ist, was erstmal keiner so richtig merkt, weil es ist ja wie Radioaktivität, es merkt erstmal keiner. Und nur, dass ich jemand sage, du wirst überwacht, kann er sagen, ne? Und die Leute kommen dann vorwiegend mit Fragen, die unter die Haut gehen, also so sozialpolitische Fragen. Und für mich hat sich auch durch die Fragen an den Infoständen deutlich mehr die Notwendigkeit ergeben, zu solchen Fragestellungen Stellung zu beziehen. Nur gibt es in der Piratenpartei, also man kann eins mit Sicherheit sagen, wir sind keine antisoziale Partei, das überhaupt nicht, das kann man mit Sicherheit sagen. Nur die Frage ist dann immer, um welche Richtungen geht es und gibt es Vorstellungen, wir hatten gestern beim Bio kurz darüber gesprochen, der Bundespartei, wie man die einzelnen Flügel, ich sag mal, eingefangen kriegt, im positiven Sinn, dass man die jetzt nicht platt macht, sondern dass man quasi die aktiv zur innerparteilichen Willensbildung beitragen lässt, um dann über Reibung sowas wie Kreativität und neue Ideen zu erzeugen. Ja, da waren eine ganze Reihe von Punkten dabei, auf die ich kurz eingehen möchte. Fangen wir von hinten an. Ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn es der Plattform oder einer ähnlichen gelagerten oder politisch ähnlich gelagerten Gruppe innerhalb der Partei. Hast du Plattform gesagt? Entschuldigung. Gelingt. Danke, Michelle. Also wenn es der oder einer ähnlich gelagerten Gruppe innerhalb der Partei gelingt, sich so zu organisieren, dass sie in der Lage ist, Diskussionen zu führen, dass sie in der Lage ist, Mehrheiten zu formulieren und diese dann auch entsprechend zu vertreten. Wir haben nämlich im Augenblick so den Zustand, dass wir auf der einen Seite tatsächlich eine Struktur haben, wo es Leute gibt, die Verantwortung übernehmen. Und das auf der anderen Seite so noch nicht, zumindest nach meiner Wahrnehmung, noch nicht passiert ist. Und solche organisierten Flügel aber am Ende tatsächlich eine Befriedung mit sich bringen können. Natürlich gibt es dann wieder hitzige Diskussionen zwischen den Flügeln, aber es gibt Meinungsführer, die
in irgendeiner Form einen Prozess durchlaufen haben, der sie legitimiert. Wie das dann genau organisiert ist, ist die Sache des jeweiligen Flügels. Interessiert mich auch nicht. Aber für mich als Mitglied im Bundesvorstand wäre dann eben der Vorteil zu wissen, okay, da gibt es welche, die kann man ansprechen. Die kann ich anrufen, kann nachfragen, wie meint ihr das? Oder könnt ihr mal dafür sorgen, dass der eine aufhört, permanent Dinge zu formulieren, die uns nach außen wehtun? Und das kann man dann erreichen, wenn man eine entsprechende Organisation oder eine entsprechende Struktur hat. Also das mal ganz generell dazu. Also ich finde es nicht schlimm, ich finde es ganz im Gegenteil positiv. Ob das dann die Plattform ist oder eine andere, wird sich zeigen. Auch am anderen Ende hat das nicht beim ersten Mal geklappt. Zum Thema Snowden. Du hast es vorhin schon gesagt, das Thema Überwachung ist etwas sehr Abstraktes. Und ich glaube, wir haben da das gleiche Problem wie die Grünen in den 80er Jahren. Ich kann mich erinnern, die Grünen haben gesagt, die Wälder sterben und wir werden bald keine Wälder mehr haben. Und ich komme aus einem sehr ländlichen Bereich in Bayern. Wir sind dann spazieren gegangen und haben geguckt und hey, die Wälder waren alle grün. Dann haben wir gesagt, die Grünen haben keine Ahnung. Und ich glaube, so ähnlich geht es den Piraten im Augenblick mit Snowden auch. Wir wissen, dass 20% des Traffics in Deutschland vom BND überwacht wird. Was sagen die selber? Das Problem ist nur, wir wissen nicht genau, welche 20%. War es jetzt unser Telefonat oder das mit Daniel? Das lässt sich leider so nicht herausfinden. Aber das Problem ist tatsächlich eben schon da, es ist nur nicht greifbar. Bei den Grünen war es dann irgendwann so, dass es plötzlich Bilder gab von ganzen Hügelketten im Schwarzwald, die entlaubt waren. Da war irgendwie ein blöder Käfer, der das alles abgefressen hat. Aber so what? Die Bilder, die in der Tagesschau zu sehen waren, haben dann plötzlich dafür gesorgt, dass ein Umdenken da war. Und als dann Tschernobyl war, als tatsächlich Geigerzähler nachweisbare Resultate im Bayerischen Wald beim Pilzesammeln produziert haben, also als man plötzlich sehen konnte, das ist eine reale Gefahr, da ist tatsächlich was dran, hat sich die Wahrnehmung dieser Partei auch geändert. Und ich glaube, dass das bei dem Thema Snowden, bei dem Thema Überwachung für die Piraten einfach genau das gleiche Problem ist. Wir müssen da Geduld haben, wir müssen Zeit mitbringen, wir müssen hartnäckig bleiben, wir müssen dranbleiben, dann haben wir da eine Chance. Der letzte Punkt, den du angesprochen hast, war, ob es Überlegungen gibt, die Strukturen innerhalb der Piratenpartei so zu verändern, dass wir mehr erreichen können. Würde ich alles tun, was nur denkbar ist. Wir haben im Augenblick aber so das größte Problem der Finanzen. Jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, ich brauche, dann versuche ich vorher schon zu sagen, stopp, wenn es ums Geld geht, kannst vergessen, können wir im Augenblick nicht. Die Piratenpartei als solches, also der Bundesvorstand, hat keinerlei Mittel, die er wirklich einsetzen könnte, um irgendetwas Neues zu tun. Wir können die Strukturen, die wir haben, versuchen zu erhalten, aber das war es im Augenblick. Was wir allerdings tun, und das sind verschiedene Aktionen im Gange, ist zu versuchen, die Mitglieder wieder zum Beitragszahlen zu animieren. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, das gleich an der Stelle mal zu erwähnen. Ich wurde heftigst dafür kritisiert, dass wir alle Mitglieder der Piratenpartei anschreiben wollen und denen auf Papier die Einladung zur Teilnahme am Basisentscheid antragen. Ich habe das sehr bewusst immer wieder gefordert, weil wir haben in Bayern ein Volksbegehren gegen Studiengebühren gestartet. Und wir sind hergegangen und haben jedem Mitglied, unabhängig davon, ob es seinen Beitrag bezahlt hatte oder nicht, einen Brief geschickt, haben geschrieben, was wir da gerade tun, haben ein paar Formulare mitgeschickt, worauf die Leute Unterschriften für dieses Volksbegehren sammeln konnten. Also wir haben den Leuten auf Papier mitgeteilt, hey, uns gibt's noch, wir tun etwas, helft uns. Und das Ergebnis war, wir haben zwei Großspenden von Mitgliedern bekommen, wir haben Mitglieder gehabt, die rückwirkend 2-3 Jahresbeiträge bezahlt haben, weil sie plötzlich das Gefühl hatten, die tun etwas. Und genau den Effekt erhoffe ich mir von BEO auch. Natürlich ist es kacke, wenn die Internetpartei hergeht und Post verschickt. Aber Mails haben wir probiert. Und die Mitglieder sagen, hey, Mails, schon wieder eine. Nein, noch schlimmer. Die Mitglieder haben inzwischen die Möglichkeit zu sagen, wir wollen keine Mails von dieser Partei. Das ist doof, wenn ihr mich fragt. Also, wir müssen da neue Wege gehen. Und genau das ist der Versuch dahinter.
Und wenn am Ende die Leute drüber spotten, weil wir Papier benutzen, so what, wir haben vorhin auch auf Papier abgestimmt. Das ist ein etabliertes Verfahren, das ist nicht das Schlechteste, was man an der Stelle mal probieren kann. Okay, aber wie gesagt, also wir haben das Problem Finanzen und wir versuchen das zu lösen und eins davon ist tatsächlich der Bio, den ich da irgendwann mal versprochen habe. Lukas. Ich bin dran, super. Ich finde das total gut, dass ihr hierher gekommen seid, auch danke von mir. Ihr seid auch eingestiegen, eben halt auch mit dieser Strukturvernetzungsfrage zwischen Fraktionen und der Partei. Das finde ich auch gut. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass ihr den Schwerpunkt, euren eigenen Schwerpunkt, nicht zu sehr eben auf diese Aufgabe lehnt, denn wir haben ein Problem eines ziemlich großen Ungleichgewichts. Ne? Wir haben 4 Fraktionen, die das Ganze Vollzeit machen können, mit einem recht großen Mitarbeiterstab, das habt ihr jetzt hier gesehen, ne? was da für ein Apparat dran hängt, und wir haben halt eben auch noch eben diese ganzen ehrenamtlichen Strukturen in der Partei. Genau, und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, denn was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, ist tatsächlich eine Abwanderung vieler Experten aus der Partei von uns. Das sind Leute, die nicht in die Parlamente gewählt wurden, aus welchen Gründen auch immer, die aber unglaublich viel Fachwissen angehäuft haben. Eine Partei kann sich aber nicht kompetent zu irgendwelchen Themen äußern, wenn sie keine Experten hat. Und eine Partei hat die Aufgabe, Strukturen zu schaffen, die es ermöglicht, dass sich Experten herausbilden können, dass sie sich weiterbilden können, dass sie entstehen können. Und eine Partei sollte die Aufgabe haben, diese Experten zu halten. Und da ist natürlich dieses finanzielle Problem, was wir da haben. Ich würde mir wünschen, dass ihr tatsächlich da den Schwerpunkt darauf legt, dass wir gemeinsam als Partei da diese Strukturen schaffen und verstärken, halt eben Fachwissen auszubauen und Alleinstellungsmerkmale zu erarbeiten mit Fachexperten, mit Fachleuten. Mir tut es immer weh, wenn ich sehe, dass sehr kompetente Menschen teilweise in Parteistiftungen der konkurrierenden Mitbewerber abwandern, weil sie dort einfach einen bezahlten Job machen können in ihrem Bereich, ja, oder in welchen Abgeordnetenbüros von Bundestagsabgeordneten anderer Parteien arbeiten oder sowas, einfach weil sie die Möglichkeit haben, dort ihren Fachbereich, ja, ihr Herzblutthema quasi zu bearbeiten. Und diese Finanzen, ne, da sehen wir wieder mal, wir haben ohne Geld, können wir auch keine vernünftige Politik machen. So schade das ist, ja, so idealistisch ich auch irgendwie 2008 an die Sache rangegangen bin und hier, wir machen das alle ehrenamtlich und deswegen sind wir glaubwürdig, so sage ich inzwischen, das war ein Trugschluss, denn so ist es nicht. Man braucht Geld, um politisch arbeiten zu können. Und wie wollen wir dieses Geld ranbringen? Du sagtest, ja, wir müssen halt die Mitglieder ans Zahlen bringen, das ist natürlich eine Sache. Wir werden aber auch nicht drumherum kommen, um tatsächlich nach größeren Spenden zu werben bei Unternehmen. Ja, auch wenn das zum Teil unbeliebtes Thema ist und mir wahrscheinlich jetzt einige Leute aus der Basis irgendwie an den Hals gehen werden. Aber es ist auch wichtig, ein Sprachrohr von gesellschaftlichen Schichten, aber auch teilweise eben Wirtschaftsbereichen zu sein im Parlament. Und da haben wir Piraten großes Potenzial, sei es IT-Unternehmen, sei es IT-Sicherheitsunternehmen. Wir sind da auf einer Linie mit denen, wir verstehen die und das könnten wir viel stärker natürlich in den Parlamenten vertreten. Wir müssen allerdings auch Strukturen schaffen, um halt eben für die ansprechbar zu sein, um da halt irgendwie auch das Fachwissen von denen für unsere parlamentarische oder Parteiarbeit nutzen zu können. Und das fehlt noch in der Piratenpartei, dazu ist sie halt zu jung, da fehlen natürlich die ganzen Vernetzungen, Beziehungen und so weiter. Das wurde mir auch erst so richtig bewusst, als ich mal mit einem SPD-Politiker gesprochen habe, und wir haben uns über die einzelnen Funktionen der Parteifunktionäre unterhalten und die Hauptaufgabe eines Schatzmeisters einer etablierten Partei, sei es auf Landes- oder auf Bundesebene, ist nicht etwa irgendwelche Konten buchen, ja, sondern Spenden sammeln. Ja, das ist krass, so, weil dieses Bewusstsein hatte ich vorher nicht. Und ich glaube, dass wirklich dass die Nachhaltigkeit des Projektes Piraten sich damit entscheiden wird, inwieweit wir es schaffen, Strukturen zu schaffen, die halt eben Menschen dauerhaft an uns binden. Und das können wir nur machen, wenn diese Menschen halt irgendwie existieren können und dort dann für uns arbeiten oder für uns irgendwie tätig sein können. Das war's.
Okay, ich kann Folgendes machen, ich stelle mich neben dich, dann können Sie uns gemeinsam in den Hals springen. Ich bin nämlich nach wie vor der Meinung, dass es uns mehr schadet als nützt, zu sagen, wir nehmen keine Spenden von Unternehmen beispielsweise. Das ist so ein Schuss in den Ofen. Natürlich kann man sagen, ich lebe in Askese und gewollter Armut, aber dann habe ich halt bestimmte Möglichkeiten schlicht und ergreifend nicht. Und wir haben gerade schon festgestellt, wir bräuchten Kohle. Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, auch tatsächlich jemanden einzustellen, der explizit um Spenden wirbt. Das machen alle Parteien, das ist legitim. Das könnte unsere finanzielle Situation tatsächlich ein bisschen entlasten. Also das ist ein Punkt, über den man tatsächlich mal nochmal in Ruhe diskutieren sollte. Das abzulehnen ist, halte ich für zu kurz gegriffen. Der andere Punkt, den du gesagt hast, ist tatsächlich ein Problem. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie eine unglaubliche Expertise zu bestimmten Themen haben. Und diese Leute waren irgendwann so frustriert von dem Drecksladen aus ihrer Sicht, dass sie hingeschmissen haben und gegangen sind. Und wir jetzt dastehen können und sagen können, okay, der wäre jetzt genau der Richtige zu dem Thema, nur ist er leider nicht mehr dabei. Und das ist ein echtes Problem. Ja, natürlich könnte man hergehen, mit Geld könnte man da vieles möglicherweise retten, weil man halt einfach Leute für den Job bezahlen könnte. Aber ich glaube, dass das für viele, die da gegangen sind, gar nicht unbedingt das Geld war, was da im Mittelpunkt stand. Mag eine Rolle gespielt haben, aber was ich oft erlebt habe, war, dass für viele das Problem war, sie hatten sich versprochen oder sie hatten sich erhofft, gewählt zu werden, wenn es um Aufstellungen für Listen beispielsweise ging. Und da wurden dann Listen zusammengewählt, wo nicht die Expertise der einzelnen Leute im Mittelpunkt stand und gesagt hat, wir brauchen jemanden zum Thema Wirtschaft, wir brauchen jemanden zum Thema Außenpolitik und, sondern der ist nett, der ist cool, der ist witzig, so, damit ist meine Liste fertig. Und das war in der Vergangenheit ein Problem und dieses Problem werden wir auch in Zukunft haben. Und ich werde den Teufel tun, irgendetwas Derartiges jetzt hier ins Mikro zu sagen, Michelle. Aber das ist tatsächlich ein Problem, wenn so Wahlen so mehr oder weniger zufällig oder nach Sympathie oder nach was auch immer ausgehen und eben nicht die Möglichkeit auch ist zu sagen, wir brauchen aber den als Experten mit drin. Und dass die dann einfach enttäuscht und irgendwann auch entnervt gehen, ja, ist leider der Zustand, den wir jetzt haben. Und möglicherweise sollten wir auch an dem Punkt mal in Ruhe drüber nachdenken, ob es Alternativen gibt, ohne dass ich jetzt dazu irgendwie weiter ausführen möchte. Soweit geht mein Bedürfnis, dass Sie mir an den Hals gehen, dann doch nicht. Dietmar. Fein, danke. Also unglaublich viel tolle Sachen gesagt worden. Die werde ich natürlich nicht zusammenfassen. Das ist auch nicht mein Job hier. Stefan, du hast natürlich gerade in Bezug auf die innere Struktur, wie aber auch das, was nach außen wirken kann, wofür die innere Struktur eine Voraussetzung sei, gesagt. Du hast aber auch was gesagt von Bildern. Gerade in Bezug auf die Frage Überwachungsgeschichte. Es braucht Bilder. Und zwar in jedem Politikfeld. Braucht es Bilder. Und es nützt auch nichts, wenn wir uns die Bilder angucken. Ja, das heißt, wir kreieren die im Inneren, von mir aus anhand einer oder im Rahmen einer super tollen inneren Struktur. Und außen finden wir trotzdem nicht statt. Das heißt, egal was wir machen, wir können noch so tolle Ideen haben, wir können noch so tolle Menschen in dieser Partei, in der Fraktion oder sonst wo haben, wir können noch so gut vernetzt sein, dann sind wir zwar arbeitsfähig, aber die Wahrnehmung findet trotzdem nicht statt. Das heißt also, die Bilder und das Umdenken läuft nur, meines Erachtens, ausschließlich über Multiplikatoren, über Screentime, über Presse, Öffentlichkeit und über all das, was von mir aus negativ betrachtet oder negativ belegt leider mit populistischer Kackscheiße zu tun hat. Ja. Moment, das ist aber so. Ja, das ist aber so. Ich glaube, erstmal schön. Hallo, Anita. Ja, Anita Möllering ist gerade noch hinzugekommen in Bundespresse. Es geht eben unsere Pressemenschen auch was an, ganz wichtig, weil die ja diejenigen sind,
die das, was wir an Ideen entwickeln und an Dingen, die wir zu sagen haben, dann auch nach außen transportieren sollen oder zumindest die Vermittlung vornehmen sollen, dass Menschen Köpfe, die Themen nach außen bringen. Das heißt also, egal was wir machen, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir vor die Kamera kommen, dass wir in die Prints kommen, dass wir in die Medien insgesamt kommen. Und zwar positiv natürlich, klar. Ja, positiv mit den positiven Themen. Daniel, genau. Sorry. Ja, nun gut, ist doch klar, worüber reden wir hier? Wir reden hier nicht über Gates oder was, wir reden auch nicht über irgendwelche Negativpresse, sondern wir reden darüber, dass wir hier Politik machen wollen und die Politik muss man nach außen tragen. Und denn was bedeutet das letztendlich? Wir müssen die Menschen erreichen, denn sonst brauchen wir keine Politik zu machen. Die Menschen erreichen wir aber nicht, indem wir uns in inneren Zirkeln zusammenfinden. Wir erreichen sie nicht im Mumble, wir erreichen sie nicht im Beo, ja, wir erreichen sie auch nicht über eine Postaktion. Die ist sicherlich wichtig für die innere Struktur und vor allem den Zusammenhalt, um eben diese kreativen Momente zu entwickeln oder beziehungsweise entstehen zu lassen. Aber raus. Nee, ich lasse mir jetzt nicht auf die Zeit gucken. Alle haben hier sehr, sehr lange geredet. Sehr, sehr lange geredet. Ich noch nicht. Und das mit dem Geld, okay, sicherlich, das ist sicher ein Thema, keine Frage. Aber wenn wir nicht stattfinden nach außen, kommt das mit dem Geld auch nicht. Ganz klar. Sondern kommt das Geld, wenn überhaupt, nur von innen. Und das kann eigentlich nicht das Richtige sein, sondern wir brauchen diese, Lukas, und dann stelle ich mich neben euch, ja, und vor euch, hinter euch, wie auch immer, und dann sollen sie ruhig schmeißen mit dem Dreck, wenn die Kohle kommt und alles läuft. Ja, die sollen sie Kohle schmeißen. Also, so viel dazu. Toso. Ja, zuerst mal eine Sache. Wir hatten eben Caro das eine oder andere Mal erwähnt. Da möchte ich mich einfach mal öffentlich vollumfänglich bedanken bei Caro für ihre geleistete Arbeit. Das ist mir ganz wichtig, das ist mir natürlich erst wieder nach meinem Redebeitrag eben eingefallen. Zweiter Punkt, wo wir jetzt gerade über Geld reden. Die Diskussion findet hier in NRW gerade auf der Liste der Kommunalpiraten statt. Wir haben ja insgesamt ungefähr 130 Piraten, die jetzt in kommunale Räte gewählt worden sind. Und da ist halt natürlich auch die Frage nach den sogenannten Mandatsträgerabgaben jetzt immer wieder aufgekommen. Also einmal nochmal als Info an die Fraktion. Die Fraktion rettet bitte mit den Diäten die ganze Partei. Das ist der Tenor, der da vereinzelt geäußert wird. Bitte die Mitarbeiter übrigens auch. Ich habe dazu sehr deutlich Position bezogen. Ja, es ist ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite wird vorgeworfen, dass wir nur Piraten einstellen. Also wir sollen auch möglichst nicht Piraten einstellen. Auf der anderen Seite sollen die bitte dann einen Teil ihres Gehaltes an die Partei spenden. Finde ich spannend, das Spannungsfeld, aber nicht besonders sinnvoll. Nichtsdestotrotz sind Mandatsträgerabgaben bei dem einen oder anderen immer noch wieder eine Idee, um der Partei quasi aus einem gewissen finanziellen Engpass da zu helfen oder auch um quasi einen Anschub zu leisten. Und von da finde ich es sehr sinnvoll, wenn auch die Bundespartei, weil es macht keinen Sinn, wenn wir das jetzt auf Länderebene hier in NRW für uns richtig stricken, da wäre es ein schöner aktueller Anlass, wenn die Bundespartei dazu ein schönes Mumble mal machen könnte, wo man dann auch wirklich groß zu einlädt. Einfach nicht mit einer vorgegebenen Meinung, sondern einfach, was möchte die Partei denn an der Stelle? Einfach mal ein paar Thesen vorgeben, was weiß ich, von einem Extrem ins andere und das dann vielleicht mal eine Nacht lang ausdiskutieren. Das fände ich eine sehr schöne Geschichte. Ich kann das auch initiieren, hat aber den Nachteil, erstens nur NRW und zweitens befürchte ich, wird man mir eine gewisse Parteilichkeit nachsagen an der Stelle. Okay, ja, wahrscheinlich wäre das so, deswegen ist es wahrscheinlich durchaus sinnvoll, das macht jemand anders. Ich weiß, dass es solche Diskussionen in der Vergangenheit schon immer wieder mal gab. Das Ergebnis dieser Diskussionen war allerdings leider wenig befriedigend, deswegen ist es möglicherweise so, dass man diese Diskussion halt einfach ein weiteres Mal führen muss. Können wir gerne machen, Mumble ist eine coole Geschichte, weil da macht keiner das Licht aus und dreht keiner den Strom ab, zumindest gibt es üblicherweise keinen Hausmeister. Das heißt, wir haben da nach hinten relativ viel Zeit und können das dann durchaus auch in epischer Breite machen, was aber wahrscheinlich
wahrscheinlich an der Stelle einfach auch sinnvoll ist. Also ja, lass uns das machen. Lass uns einfach nochmal darüber diskutieren, welche Möglichkeiten es an der Stelle gibt, mal festzulegen, wie der eigene Anteil zum Gemeinwohl dieser Partei sein kann. Machen wir. Finde ich gut. Zu diesmal hätte ich gerne noch einen Punkt gesagt. Ja, du hast recht. Wir müssen Bilder produzieren. Wenn du bei Menschen Gefühle und Emotionen haben willst, dann musst du ein Bild produzieren. Und was du gerade gesagt hast, war mir an der Stelle extrem wichtig, deswegen würde ich es gerne nochmal wiederholen. Es ist nicht zielführend, herzugehen und zu sagen, die Fraktionen erzählen dem Bund, was sie tun, und der Bund kann dann daraus irgendwie eine Pressemitteilung machen und das war's. Sondern das muss eine Kommunikation in beiden Richtungen sein. Wir haben nämlich den Zustand, dass ihr unter Umständen deutlich leichter Öffentlichkeit generieren könnt als die Partei. Und möglicherweise ist das auch der Anteil, den ihr zum gemeinsamen Gelingen beitragen müsst, nämlich dafür zu sorgen, dass bestimmte Themen, die wichtig sind, über die entsprechenden Fraktionen nach außen getragen werden. Und da die Vernetzung herzustellen, wäre ja auch so die Vorstellung, die ich von dem Vorschlag vorhin, lass uns Strukturen bilden, mir erwarte. Also das ist ein wichtiger Punkt, will ich mitnehmen. Und dann noch der Oliver zum Schluss. Ja, danke schön. Wir werden ja, beziehungsweise wir sehen ja hier gerade und werden das auch immer wieder sehen, dass die Presse gar nicht so an uns selber interessiert ist, sondern meistens an gewissen, nur an ganz gewissen Geschichten, also natürlich an Geschichten generell. Wenn wir sagen, wir haben folgendes Thema oder folgende Position, interessiert das die Presse natürlich überhaupt nicht, solange wir es nicht in eine Geschichte verpacken. Aber ich wollte das gar nicht so über die Presse an sich reden. Aber wir sehen ja, dass sie jetzt weg ist, wo Monika Pieper gewählt bzw. nominiert ist. Und zwischendrin vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, du wirst ja sicherlich heute auch nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht in die Presse zu kommen, indem du was dazu sagst, zu wo bereits Rücktritt und die Tatsache, dass Berliner Piraten in die Regierung wollen. Aber wir reden ja auch intern eigentlich wenig über Themen, wie wir auch hier nur sehr wenig über Themen gesprochen haben. Und klar, Multiplikatoren, Aufmerksamkeit, Struktur und wie wir da hinkommen und sowas, Vernetzung ist alles sehr wichtig. Deshalb von mir einmal der Kommentar, ich finde das mit den Briefen toll und wäre sehr dafür, dort auch was beizupacken, was die Mitglieder dazu ermuntert, weiter an unseren Themen zu arbeiten und sich darüber aufzuregen, was in der Welt passiert, anstatt über die Partei. Und ich fand es sehr schade, dass zum Beispiel bei Einladungen zum Bundesparteitag zwar Briefe verschickt werden, aber da noch nicht mal irgendwie, bei anderen Parteien sind da so Newszettel oder sowas da drin, wo man zumindest sieht, was passiert in der Partei mit den Themen oder wenn auch es nicht um Themen geht, wenigstens mit über Personen. Bei uns steht da halt nur Satzungsfu drin. Das will ich auf den Weg geben und ich habe an dich dann abschließend einfach mal die Frage, was liegt dir denn persönlich thematisch am Herzen und was glaubst du generell, was sollte die Fraktion hier, die Piratenfraktion NRW, thematisch dringend mal aufgreifen? Was empfiehlst du uns thematisch anzupacken? Ich glaube, wir haben ganz konkret darüber noch gar nicht gesprochen. Das okay. Ist doch jetzt ein schönes Schlussstatement. Ja. Ich glaube, dass... nein, lass mich anders anfangen. Ich bin zu den Piraten gekommen, weil ich die Sorge hatte, dass die zunehmende Überwachung dafür sorgt, dass wir irgendwann aufwachen und uns nicht mehr trauen, unsere Meinung zu sagen. Ich habe zwei Töchter, die sind jetzt 19 und 15. Als ich dazugekommen bin zu den Piraten, waren sie noch ein paar Jahre jünger. Und ich wollte denen keine Welt hinterlassen, in der sie keine Möglichkeit mehr haben, ihre Meinung zu sagen, ohne Angst zu haben, dass ihre Meinungsäußerung direkten Einfluss auf ihre persönliche Zukunft hat. Das war damals nur so eine vage Idee.
Wenn ich mir heute anschaue, wie viele Firmen ganz selbstverständlich in Facebook nachgucken, was der Bewerber da so alles von sich gegeben hat, dann haben wir diesen Zustand, wie ich zu meinem Entsetzen erkennen muss, schon. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Kampf extrem wichtig ist. Du hast mich nach meinem persönlichen wichtigsten Thema gefragt, das ist es. Ich möchte auch in Zukunft in einer Welt leben, in der ich mit Menschen sprechen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass das, was ich gerade sage, irgendwann irgendwo gegen mich verwendet wird. Das ist mein persönlicher Kampf und den fechte ich auch weiter. Das ist natürlich jetzt auch sehr persönlich gefärbt. Wenn es nach mir ginge, dann würde die Piratenfraktion NRW sich darum kümmern, dass das Thema Snowden im Mittelpunkt steht. Dass irgendwann jeder weiß, wer Snowden ist, was Snowden gemacht hat, was die Konsequenzen aus Snowden waren. Dass jeder der Piraten tatsächlich in der Lage ist, auf Aufforderung sofort ein Bild zu erzeugen, wie eine Welt ausschaut, in der wir nicht leben wollen, weil alles, was man sagt und tut, gegen einen verwendet wird. Das ist meine persönliche Hoffnung. Aber das ist viel zu weit hergeholt. Was ich glaube, was ich mir von der Fraktion tatsächlich wünsche, ist, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir in 3 Jahren eine sehr realistische Chance haben, die Arbeit, die ihr hier angefangen habt, auch fortzusetzen. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir eine Chance haben, in Zukunft wieder Wahlerfolge zu haben, die wir dringend brauchen, um weiter Politik machen zu können. Danke. Vielen Dank, Seko. Was ist los, Sigmar? Ja. Das war richtig gut. Kommen wir also wieder zum tristen Alltag der Fraktionssitzung zurück. Wir kommen zu Top 6, Verfassungskommission, Sitzung am 1. September 2014, Gutachtenvergabe Schuldenbremse, Antrag von Michel und Toso. Wer möchte denn etwas von zu sagen? Ja, ist ein Antrag von mir, nicht vom Toso, der ist damit ein bisschen überrollt worden. Wir haben gestern eine E-Mail bekommen, dass es bei der, ja, ich mach's mal eben auf hier, dass es bei der Formulierung zum Thema Schuldenbremse in der Verfassungskommission Probleme gibt, weil man sich nicht einig wird. Und es gibt jetzt einen Vorschlag dazu, der per Mail rumgeschickt wurde. Ich bin jetzt gerade aufgemacht. Gestern kam die Ankündigung dazu, jetzt ist der Text auch da, wo gefragt wird, ob die Fraktionen sich mit diesem Text einverstanden erklären. Das Problem dabei ist, es geht natürlich jetzt um einen Gutachtenauftrag zum Thema Schuldenbremse. Und der Punkt ist, dass wir natürlich mit dieses Gutachten dann in Auftrag geben in der Verfassungskommission. Und wir wissen, das Thema Schuldenbremse ist bei uns umstritten. Und an dem Punkt wäre es halt zumindest für mich wichtig, und deswegen habe ich gestern das noch hinterhergeschoben, dass wir heute bitte darüber kurz reden, ob wir mit dem Gutachtenauftrag so leben können. Jetzt kann ich den entweder rumschicken, weil er jetzt gerade frisch ist, oder ich lese ihn eben vor, das sind 2 Sätze, wo es einfach nur darum geht, dass ich nicht hinterher mir, und das die Befürchtung von verschiedensten Seiten, anhören muss, ihr habt da zum Thema Schuldenbremse was gemacht und ihr habt dafür gearbeitet und eigentlich haben wir doch noch keine Entscheidung und vielleicht sind wir auch dagegen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Die Frage, wie ihr es gerne hättet. Wie gesagt, sind 2. Okay, also ich lese das mal vor. Der Gutachterauftrag, der rausgehen soll von der Verfassungskommission, lautet: Nach Artikel 143d Absatz 1 Satz 4 Grundgesetz greift Kraft Grundgesetz ab dem Jahr 2020 für die Länder. Artikel 109 Absatz 3 Satz 5 Grundgesetz. Punkt. Nach dieser Vorschrift regeln die Länder die nähere Ausgestaltung der Schuldenbremse nach Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 bis 3 Grundgesetz
für ihre Haushalte im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann entsprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden. Soweit sind nur Tatsachen beschrieben. Und jetzt? Sie werden darum gebeten, zu begutachten, ob und mit welchen Maßgaben aufgrund dieser Vorschrift die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Landesverfassung nebst gegebenenfalls geeigneten Sanktionsinstrumenten sinnvoll ist. Falls Sie die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Landesverfassung nebst gegebenenfalls geeigneten Sanktionsinstrumenten für sinnvoll halten, wird auch darum gebeten, einen Formulierungsvorschlag vorzulegen. So, das ist dieser Gutachterauftrag und jetzt geht es darum, ob wir dem zustimmen, dass die, dass die Gutachter entsprechende Formulierungsvorschläge an die Verfassungskommission geben. Punkt. Frank? Meine Frage, was hat das für eine Vorgeschichte? Also da gab es schon andere Formulierungsvorschläge und da gab es, oder ist das jetzt ganz neu, ploppt das hoch oder was war da die Vordiskussion zu der Formulierung, zu dem Thema, zu der Art des Auftrags? Ja. Also es ist so, dass die Schuldenbremse auf der Aufgabenliste der Verfassungskommission steht und dass es natürlich Pro und Contra innerhalb der Verfassungskommission auch gibt und dass sich eigentlich die von uns ja mitgebrachten Professoren, Experten, die von den Fraktionen jeweils dabei sind, darauf einigen sollten, auf einen Formulierungsvorschlag. Die konnten sich nicht einigen und jetzt gibt es einen Vorschlag von dem Referenten des Landtags für die Verfassungskommission, wo es einfach darum geht und deswegen möchte ich einfach, dass wir kurz darüber reden, diese Schuldenbremse-Geschichte wird kommen und die wird in der Verfassungskommission sein und die wird am Ende mit abgestimmt. Und dann steht da entweder, jawohl, das ist sinnvoll und der Landtag ist dafür und der wird entsprechend die Landesverfassung ändern oder der Landtag ist dagegen. Und was ich halt zum Ausdruck bringen will, ist, dass wir unsere Schuldenbremsendiskussion hier nicht ewig führen können, weil das wird in dieser Verfassungskommission passieren. Da wird was drinstehen und dann müssen wir am Ende dem großen verfassungsändernden Paket entweder zustimmen oder es ablehnen. Im Moment haben wir noch die Chance, bei den einzelnen Punkten was zu sagen und auch zum Thema Schuldenbremse noch was zu sagen. Am Ende steht ein Gesamtpaket, wo wir nur Ja oder Nein sagen können. Daniel. Verstehe ich das richtig, dass wir ein Gutachten beauftragen wollen, mitbeauftragen wollen, welches das Prüfergebnis haben soll, ob die Schuldenbremse, zu der wir auf Bundesebene keine abschließende Meinung in der Partei haben, ob diese Schuldenbremse auch in die Landesverfassung in der Landesverfassung verankert werden soll. Okay, ich finde das strange, wenn wir das täten. Olaf. Auch eigentlich in eine Frage in der Richtung gehend, was ist jetzt genau Sache? Wenn ich das jetzt den Text, den du vorhin einmal vorgelesen hast, soweit ich den richtig verstanden habe, ist es ja sogar so, und jetzt korrigier mich oder sag hinterher direkt erstmal nein, das ist die erste Frage, das Grundgesetz schreibt vor, dass das Land dies in die Verfassung zu schreiben hat. Habe ich das so richtig verstanden? Ist es nicht der Fall. Das heißt, das Land kann ganz klar auch sagen, ist okay, es steht ja eh im Grundgesetz. Das heißt, ich brauche es nicht in der Verfassung zu schreiben. Ich muss es nur im Gesetz ausbilden. Also die Ausgestaltung ist ja doch dem Land überlassen zum Teil. Und da wäre jetzt die Frage. Also ich antworte kurz, es geht um die nähere Ausgestaltung der Schuldenbremse. Grundsätzlich steht es im Grundgesetz und es geht darum, ob die Länder diese Schuldenbremse für sich anders oder schneller oder was auch immer. Es geht um die Ausgestaltung dessen. Wie wird sie im Land umgesetzt? Dass sie umgesetzt werden muss, ist Grundgesetz. Direkt eine Nebenfrage. Es geht darum, die umzusetzen. Es geht jetzt um die Verfassungskommission. Das heißt allerdings auch, dass ich sie umsetzen kann, ohne sie in die Verfassung zu schreiben. Das ist nämlich eigentlich die Frage. Ohne dass ich sie in die Verfassung schreiben muss.
Das ist eigentlich die ganze Frage. Also die Frage ist die, muss irgendwie das Wort Schuldenbremse oder etwas Adäquates in der Verfassung von Nordrhein-Westfalen auftauchen oder kann sie es auch komplett auf die normale Gesetzgebung alles schieben, weil sie sich aufs Grundgesetz natürlich, ans Grundgesetz halten muss? Also die Schuldenbremse muss nicht in der Landesverfassung stehen, Sanktionsinstrumente müssen nicht in der Landesverfassung stehen, aber es gibt hier Fraktionen, die das gerne hätten. Und auch eben Stimmen in dieser Fraktion. Kann ich ja mit einer anfangen. Ich würde jetzt erstmal im Prinzip sagen, da ich gegen die Schuldenbremse bin auf Bundesebene, als Land dran gebunden bin, würde ich einen Teufel tun, dafür zu stimmen, die in die Landesverfassung aufzunehmen. Ja, also von daher ist mir auch egal, ob das dann konform ist oder nicht konform ist. Ich wäre jedes Mal dagegen, dass das Wort oder etwas Adäquates in der Landesverfassung auftaucht. Solange ich mich der Bundesverfassung beugen muss, okay. Aber ich beuge mich doch nicht. Also deswegen mache ich mir doch nicht selber noch einen Maulkorb oder noch selber irgendwelche Ketten an den Hals. War das jetzt wieder direkt der Erwiderung? Ansonsten wäre jetzt Dietmar dran. Ja, gut. Also, die Frage, ob was umgesetzt werden muss oder nicht, die stellt sich hier für uns gar nicht, auch nicht im Land Nordrhein-Westfalen. Das ist einfach Fakt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ja, das muss nicht in die Landesverfassung geschrieben werden, ändert aber nichts daran, dass, wenn es nicht reingeschrieben wird, die Gestaltungsspielräume, die das Grundgesetz in den entsprechenden Artikeln durchaus bildet oder bietet, nicht genutzt werden können im Land, wenn denn im Land, auf Landesverfassungsebene keine entsprechende Umsetzung bzw. Normierung erfolgt. Nämlich nur dann können die Gestaltungsspielräume, soweit sie überhaupt bestehen, nach dem Grundgesetz in Anspruch genommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da geht mir der Gutachtenauftrag meines Erachtens nicht weit genug. Er ist zu wenig. Letztendlich läuft es nur darauf hinaus, dass Artikel 143, 109, 105 und ich weiß nicht was, so umgestrickt werden müssen, dass es dann im Grundgesetz konform in der Landesverfassung steht. Das ist quasi eine 1:1 Übersetzung. Die reicht aber nicht, sondern es muss mindestens der Auftrag dahin gehen, festzustellen, welche Gestaltungsspielräume das Grundgesetz dem Landesgesetzgeber gibt, im Hinblick auf die maximal mögliche Ausreizung dessen, was der grundgesetzliche Rahmen hergibt. Sofern das Gutachten das nicht evaluieren oder ermitteln soll, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich nicht diesem Gutachtenauftrag zustimmen wollen, weil er eben einer Ergänzung bedarf. Ganz besonders kritisch sehe ich hier den Umstand, dass das wohl gestern hier eingegangen ist und wir bis morgen hier eine Entscheidung herbeiführen sollen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der entscheidende Punkt und das ist wirklich ein Skandal. Das ist ein Skandal, wie hier mit der Verfassung und dem Verfassungsrecht und der Wahrnehmung dieser Rechte durch Fraktionen und Abgeordnete dieses Landtags umgegangen wird. Also da muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn da nicht ein Fass aufgemacht wird, dann brauchen wir uns über Verfassungskommission gar nicht mehr Gedanken zu machen, weil das ist meines Erachtens ein Verfassungsbruch, was hier stattfindet. Ganz eindeutig. Harald. Ja, Dietmar, ich kann mit meiner Begeisterung keinen Ausdruck verleihen, also dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin exakt dieser Auffassung, ist ja Unverschämtheit, ja, wie hier vorgegangen wird. Und ich möchte nur noch darauf in diesem Zusammenhang hinweisen, dass die Landesregierung ja bereits vor Wochen veröffentlicht hat, dass die Verfassungskommission sich intensiv mit den Fragen auseinandersetzen wolle, wie denn die Finanzierung der Kommunen in Höhe von 9 Milliarden im Rahmen der Schuldenbremse sichergestellt werden kann. Ja, war ja oft in den Gazetten zu lesen. Das taucht ja jetzt hier nicht auf. Der Punkt, den du gerade aufgeworfen hast, Gestaltungsspielräume, der kommt mir in dem Gutachtenauftrag auch, der kommt ja gar nicht vor. Also insofern kann ich das auch nur unterstützen und mich irritiert schon, was die Landesregierung in aller Breite veröffentlicht, was die Verfassungskommission so alles macht. Aber offensichtlich ist das ja gar nicht der Fall. Ja? Oder doch der Fall, keine Ahnung. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja? So, also insofern möchte ich das nur von meiner fachlichen Seite dreimal unterstreichen, was du da auch gesagt hast.
Michel? Also ich habe den Vorschlag ja jetzt nochmal rumgeschickt und ohne jetzt hier ein generelles Abwehrschild für irgendwie die Verfassungskommission zu sein, aber es wird über diesen Auftrag oder es wurde über diesen Auftrag unter den Fraktionen schon lange geredet und es gab halt diesen Formulierungsvorschlag für den Auftrag nicht und wie gesagt, jetzt hat das Referat einen Vorschlag gemacht und da wird jetzt abgefragt, auch in der Kürze der Zeit, weil natürlich ja, die Sommerferien, sage ich mal, an der Verfassungskommission jetzt auch vorbeigeflogen sind. Ja, ob man mit diesem Auftrag leben kann. Es wird auch für die Kürze der Frist um Verständnis gebeten. Ich will das nur sagen, weil das habe ich nicht mitgeschickt. Schweigen gilt allerdings als Zustimmung und deswegen müssen wir zu dem Thema irgendwas sagen. Nochmal die beiden Sätze und auch um Daniels Frage zu beantworten, die beiden Sätze sind, erstens, ist die Aufnahme der Schuldenbremse in die Verfassung sinnvoll? Und zweitens, wenn sie sinnvoll ist, was für Formulierungsvorschläge? Mehr gibt es da tatsächlich nicht. Und wenn wir mehr wollen, dann müssen wir heute oder spätestens morgen bis mittags das sagen und müssen aufbegehren und müssen sagen, wir wollen da gerne noch einen Satz mehr drin haben. Und dann, wenn wir da hier jetzt irgendwie einen Konsens erzielen können, dann schreibe ich das auch oder schreiben wir das auch gerne zurück, Dietmar, wenn du da einen genaueren Auftrag haben möchtest. Die Frage ist natürlich, ob die anderen Fraktionen das mitmachen. Ne? Also, nein, ja, klar, das habe ich ja gerade gesagt, wenn wir einen Konsens erzielen können. Also nicht nur Dietmar, schick mir was, sondern, weil sonst schweigen wir und dann haben wir dem zugestimmt. Das ist halt der Punkt. Joachim? Erstmal volle Zustimmung zu dem, was Dietmar gesagt hat. Und nochmal, dass Michel die Problemstellung nochmal scharf gemacht hat. Ich würde vorschlagen, dass wir uns unmittelbar im Anschluss irgendwie zusammensetzen und da eine zusätzliche Formulierung basteln, die wir da reinhaben wollen. Das ist ja gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Ich möchte nur für uns alle grundsätzlich zur Argumentation zum Thema Schuldenbremse mal was feststellen und festmachen. Es geht hier um bei der Schuldenbremse in der Verfassung, das kann man gut finden, das kann man blöd finden, sie steht drin, geht es um die Verankerung eines angenommenen volkswirtschaftlichen Zusammenhangs in ein juristisches Gebäude. Und das ist meiner Meinung nach schon eigentlich ein Frevel. Und das sollte in unserer Argumentation eine Rolle spielen, wenn wir uns als systemkritische Partei verstehen. Es gibt unterschiedliche volkswirtschaftliche Modelle, die sind im besten Sinne alle fragwürdig, in dem Sinne, dass man danach fragt, ganz verschiedene. Es gibt verschiedene Auffassungen. Und eine Auffassung, zu der es sicher andere gleichwertige oder ebenfalls zu berücksichtigende gibt, wird in einem juristischen Gebäude, nämlich in einem Grundgesetz, verankert. Das allein ist für mich ein Ausdruck, dass nationalstaatliche Gesetzgebung durch einen anderen Umstand instrumentalisiert wird. Das hat für mich nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das wollte ich nur als Grundsatzargument noch mal beitragen. Danke. Ich mache kurz darauf aufmerksam, dass wir jetzt seit 22 Minuten über das Thema diskutieren. Es gab ja auch einen... Ich habe das nur darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das nicht gewertet. Danke, Dietmar. Ja, klar, schweigen, nee, auf keinen Fall. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das so wie der Jörg, und es geht ja nicht darum, dass ich jetzt was schreibe. Es geht einfach nur darum, dass ich gesagt habe, der Rahmen des Gutachtenauftrags ist zu klein gesteckt, der muss breiter. Er muss nämlich die Gestaltungsmöglichkeiten erfassen. Ich kann aber nur Begutachtung der Gestaltungsmöglichkeiten hinterher, nachdem das Begutachten und das Ergebnis vorliegt, in einen gesetzlichen Rahmen gießen. Wenn ich aber vorher sage, ich nehme das, wie da steht, und übertrage das nur 1:1 auf die, weil 1:1 ist ja im Moment so ganz in, ja, 1:1 auf die Landesverfassung, dann kommt da nur Bullshit raus. Ja. Vor allen Dingen kommt da wahrscheinlich nur ja, eben nicht das raus. Ja. Dann brauche ich doch nicht reinzuschreiben. Dann lasse ich es besser so, wie es ist. Dann verbrenne ich mir nichts, dann mache ich keinen Fehler und so weiter und so fort. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schreien ganz laut, indem wir nicht schweigen und sagen, pass auf Leute, wir sind mit der Verfahrensweise nicht einverstanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch selbst dann nicht einverstanden, wenn wir uns jetzt nachträglich hier hinsetzen könnten und sagen, wir knallen uns jetzt mal eben so, noch so einen Formulierungsvorschlag raus. Nein,
Ganz einfach, nein, deshalb, weil, bitteschön, das bedarf, wie du zu Recht sagst, einer vielleicht sogar breiteren Diskussion darüber, thematisch, inhaltlich, wie weit das zu gehen hat. Ist keine Frage, ich kann das machen, ich setze mich mit dir zusammen, mit noch ein paar anderen, die Bocken Lust haben, Harald, wie auch immer, und wir kriegen die Formulierung hin. Vielleicht bis heute Abend um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, das ist aber nicht unser Timetable, auf gar keinen Fall. Sondern wir haben zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen, dass wir hier im Rahmen der Verfassungskommission, wie ich es eben gesagt habe, über den Tisch gezogen werden, in einer saublöden Art und Weise und so dumm dämlich und dumm dreist, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dafür brauche ich hier mal ein paar Presseleute. Ja, da brauche ich mal die Medien, da muss ich mal den WDR haben, da möchte ich hier mal die Bild-Zeitung haben. Wie hier mit der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und den verfassungsmäßigen Rechten von Abgeordneten umgegangen wird. Und das ist für mich ein ganz klarer Angreifpunkt, dass wir inhaltlich, sachlich etwas machen können. Das können wir sagen. Wir sagen, können in diese Protestmail oder was auch immer, diese Protestnote, können wir aufnehmen, dass uns dieser Auftrag nicht weit genug geht und eher die Breite und Problemstellung dessen, was mit ausgeglichenen Haushalten und der sogenannten Schuldenbremse in Zusammenhang steht, zur Abbildung in der Landesverfassung zukünftig eben nicht ausreicht. So, das ist zunächst mal eine Kritik an diesem derzeitigen Auftragsvolumen. Und dann müssen wir eben gucken oder in Aussicht stellen, dass binnen einer Frist von beispielsweise einer Woche wir bitten, den Auftrag so weit zurückzuhalten und ihn dann dahingehend zu ergänzen. Oliver. Ja, ich glaube fast, man kann das Fazit ziehen, dass wir gerne noch was ergänzen wollen daran. Und deshalb würde ich das dann gerne auch zur Abstimmung stellen. Was genau ist natürlich noch so die Frage. Ich habe ansonsten noch die Frage, ob denn darüber nachgedacht wurde, entweder innerhalb unserer beiden Leute in der Verfassungskommission oder in der Verfassungskommission generell, dass das über den Gutachtendienst des Landtags läuft. Ich bin etwas erstaunt, dass die Fraktionen jetzt zusammenwerfen und ein Gutachten machen. Gut. Ich habe jetzt noch Frank und dann zum Abschluss noch mal Toso und Michelle. Ich glaube, das passt ganz gut. Frank? Ja, ich wollte nicht nur pragmatisch vorschlagen. Es gibt anscheinend den Wunsch der Fraktionen, halt eine Ergänzung vorzunehmen, dass ich dann halt diejenigen, die daran arbeiten wollen, zusammensetzen. Ich sehe es nicht als zielführend an, jetzt hier ad hoc eine Formulierung zu entwerfen. Das geht sicherlich gar nicht. Ob da jetzt ein Tag oder eine Woche für benötigt wird, ich denke mal, das solltet ihr dann auch besprechen. Hier geht es um Gutachtenvorschlag. Ich glaube auch, es ist so verstanden zu haben, dass es ja auch unsere Ergänzungen dazu auch einer Mehrheitsentscheidung unterliegen. Ist das korrekt? Also sprich, darüber wird abgestimmt. Okay. Ja, insofern, wie gesagt, sollte sich eine Gruppe zusammensetzen. Ich sehe, oder ich kenne das auch aus anderen Gremien, dass manchmal Entscheidungen, an denen lange rumgedoktert wird, doch mal zu einem Punkt gebracht werden müssen. Aber wie gesagt, das würde ich euch überlassen in der Detaildiskussion, wie lange man dazu braucht und wie lange man sich die Zeit noch nehmen kann. Ich sehe jetzt hier keine Entscheidungsgrundlage für die gesamte Fraktion, wo wir hier irgendwas zu beitragen können. Toso. Zum einen möchte ich meine Lanze brechen für diejenigen, die das in der Verwaltung deiner Verfassungskommission tun. Es geht nicht darum, dass die ihr eigenes Süppchen kochen oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass seit Anbeginn der Verfassungskommission, was ja auch schon ein paar Monate her ist und auch mit den ganzen Vordiskussionen dazu, ein Zeitplan aufgestellt werden musste, den dann natürlich pro einzelnen Korb die politischen Kräfte hier befüllen müssen oder ausleben müssen, sagen wir mal. Bei dem Projekt Schuldenbremse oder bei dem Punkt Schuldenbremse ist es so, dass in der Verfassungskommission selber sich die politischen Akteure hauptsächlich dadurch hervortun, dass sie möglichst nichts dazu sagen. Alle nicht. Dazu möchte ich an der Stelle auch mal darauf hinweisen, dass ich seit fast 2 Jahren sowohl mit dir, Dietmar, jetzt ist Joachim nicht da, und mit Joachim immer wieder darauf hindränge, dass wir uns hier für uns eine Meinung bilden.
Das passiert hier nicht. Jetzt deswegen dann auf jemanden aus der Verwaltung rumzukloppen, weil der einen Vorschlag macht, nachdem langsam dieser Fahrplan für die Verfassungskommission einfach den Bach runtergeht, halte ich für nicht zielführend. Der Mensch versucht einfach nur, den Fahrplan, den die politischen Kräfte gesteckt haben, einzuhalten. Das ist alles. Wenn sich hier alle politischen Kräfte, das sind nicht, übrigens nicht nur wir an der Stelle, das sind auch alle anderen, jetzt hier mal feierlich zurückhalten mit Meinungen, mit Aufträgen, mit Rahmenbedingungen, dann kann das nicht ein Mensch aus der Verwaltung ausbaden. Das geht gar nicht. Deshalb ist dieser Auftrag, den dieser Mensch jetzt da formuliert hat, auch so knapp gehalten. Der hält sich juristisch an die aktuellen Gegebenheiten. Und auch dafür ist er nicht verantwortlich. Das, was er da aufschreibt, steht zu 2/3 im Grundgesetz dieser bunten Republik. Und er fragt nichts anderes ab, als das, was die Gutachter, auf die sich die Fraktionen geeinigt haben, denn als Textvorschlag da reinschreiben würden. Wenn man sich das genau durchliest, schreibt er ja sogar einmal ja, nein und wenn ja, wie soll es aussehen? Ohne irgendeine politische Maßgabe. Das ist extrem neutral formuliert. Und von daher bitte ich wirklich mit Kritik an der Verwaltung, an denjenigen, die das da organisieren, sehr zurückhaltend zu sein. Kritik bitte an allen politischen Kräften, auch an uns selber an der Stelle. Und ich glaube auch, dass vielleicht noch als konstruktiver Nachgang, wenn wir jetzt zurückschreiben, bis Ende dieser Woche setzen wir uns hier zusammen und schreiben da noch, was wir gerne da drin stehen haben, wird das kein Problem sein. Aber dann müssen wir das auch verdammt nochmal tun. Und das machen wir zum Thema Schuldenbremse hier seit Jahr und Tag nicht. Und bitte nicht nochmal sagen, das kommt alles plötzlich. Ich weiß von mir, dass ich ungefähr bei jeder dritten Fraktionssitzung darauf hinweise, dass wir uns da bitte eine Meinung bilden. Jetzt zu Olli nochmal. Der wissenschaftliche Dienst hier kann das an der Stelle nicht leisten. Die würden das nach außen geben, aber halt an einen Gutachter ihrer Wahl. Das ist hier politisch nicht gewollt. Man hat gesagt, man möchte sich politisch auf einen, maximal zwei Gutachter einigen. Das hat man auch getan. Das ist auch völlig okay. Ich habe übrigens an der Stelle, Joachim, bei dir nachgefragt und bei der Mitarbeiterin, die ja für deine, wer ist das da, Enquete zuständig ist, ob ihr da eine Person benennen könnt, wollt oder sonst was. Und da habe ich zurückgekriegt, nein, wollen wir nicht. Sowohl von dir wie auch von Elisabeth. Das habe ich schon vor Monaten vor der Sommerpause getan. Deshalb jetzt auch jetzt an der Personalwahl Kritik üben zu wollen, sehe ich auch nicht als legitim an. So. Nein, ihr habt niemanden genannt. Nein, ihr habt niemanden genannt. Ich habe mehrfach nachgefragt. Ich habe exemplarisch genau dafür nachgefragt. Und ihr habt dann niemanden genannt. Vielleicht könnt ihr euch über diesen Themenzweig dann nochmal nach der Sitzung austauschen, wenn das möglich ist. Bist du fertig oder hast du noch? Nee, ich bitte halt darum, mir jetzt zu sagen, wie die Fraktion vorgehen möchte. Ich verkaufe gerne das, was die Fraktion möchte, in der Kommission auch gegenüber der Verwaltung. Aber dann hätte ich gerne auch eine Meinung der Fraktion. Zeitraum? Welchem Zeitraum? In welchem Zeitraum möchten wir das tun? Nee. Ich hab mehrfach nachgefragt, wie ist unser Gusto, unsere politische Einstellung zu der Schuldenbremse. Genau, wenn der Toso jetzt sein Mikro ausmacht, Michel dann ist jetzt dran. Der Michel. Nee, ist das so, also bei einem möchte ich Toso zur Seite springen. Wir sollten das hier viel weniger heiß kochen und ich finde es schade, dass wir das immer so eskalieren müssen. Also hier die verfassungsmäßigen Rechte von Abgeordneten werden beschnitten. Entschuldigung, diese Fraktion hat 2 Leute in die Verfassungskommission gewählt. Wir haben regelmäßig auch gesagt, was wir da tun. Das ist in der Öffentlichkeit. Ihr habt irgendwelche Dinge auch in der Zeitung gelesen.
Das heißt, diese Verfassungskommission, die tagt öffentlich, wenn da Fragen sind, dann kommt zu uns und dann fragt. Und dann könnt ihr hier nicht sagen, ihr habt von nichts gewusst. Und das dann auch noch auf der Verwaltung abladen. Also das finde ich echt drei Ebenen zu hoch. Das sollte man echt ein bisschen weniger heiß kochen. Der Wortlaut war, hier werden verfassungsmäßige Rechte von Abgeordneten beschnitten. Das Thema läuft, seitdem wir hier im Landtag sind, das Thema Schuldenbremse. Und wir 19 können uns schon nicht auf ein Statement oder unser Statement zum Thema Schuldenbremse einigen. Und wir können da keine Entscheidung treffen. Und jetzt wollen wir ein bisschen auf der Verwaltung rumhacken, dass diejenigen, die da benannt wurden, sich nicht auf einen Formulierungsvorschlag für den Gutachterauftrag einigen können. Die hatten 3 Monate Zeit, wir hatten jetzt 2 Jahre Zeit. Ich finde das ein bisschen schwierig. Wir haben das, wenn maximal intern, nicht hinbekommen, über die Schuldenbremse und über diese Formulierung zu reden. Jetzt ist das aber bei uns, bei dem von uns benannten Experten, diese Aufgabe gewesen, einen Formulierungsvorschlag für diese Vergabe des Gutachtens hinzubekommen. Das wird in Obleuterunden besprochen und so, ihr kennt die ganze Geschichte. Am Ende geht es um den Zeitplan und am Ende geht es darum, dass die 2 Gutachter jetzt einen Auftrag brauchen und das ist der Vorschlag der Verwaltung. Dieser Auftrag, der muss jetzt vergeben werden. Und wir können jetzt allerhöchstens sagen, und deswegen bin ich tatsächlich dabei, anscheinend ist ja die Stimmung hier so, ich würde das gleich dann tatsächlich gerne auch abgefragt wissen, ich denke, da bin ich mit dem Thorsten d'accord, dass wir wissen müssen, sollen wir jetzt sagen, okay, stopp, wir brauchen noch 2-3 Tage, dann kommen wir mit einem Formulierungsvorschlag, weil wir was geändert haben wollen, das können wir gerne tun. Deswegen habe ich ja gesagt, lass uns das auf die Tagesordnung nehmen, ich hätte es auch einfach laufen lassen können, Schweigen ist Zustimmung und dann Ende Gelände. Aber dann müssen wir das bitte auch am besten gleich tun, erstens und zweitens, wir müssen natürlich, wir sind hier die kleinste Fraktion, wir müssen natürlich, wenn wir jetzt hier mit großartigen Änderungen kommen, uns dann auch noch dran machen, die anderen Fraktionen davon zu überzeugen, dass das überhaupt in den Auftrag reinkommt. Nur weil wir das wollen, heißt das noch lange nicht, dass das in den Auftrag reinkommt. Der Toso hat es gerade schon gesagt, im Moment halten sich alle bedeckt, keiner will seine Waffen zeigen, keiner will überhaupt seine Stellung in diesem ganzen Kampf zeigen. Und von daher ist das größte Problem im Moment, dass wir nicht wissen, wer will überhaupt was. Und das, was hier in diesem Gutachtenauftrag steht, ist das sinnvoll und wenn ja, was sollen wir schreiben, ist, behaupte ich mal, ein Konsens, der auf sehr, sehr niedriger Ebene ist, damit keiner hinter seiner Deckung hervorkommen muss und sagen muss, was er will und was er nicht will. Das ist wirklich Minimum. Soll das rein und wenn ja, was? Nico. Ja, danke. Ich bin jetzt über den Schlussteil der Diskussion etwas verwirrt, die letzten Wortbeiträge, irgendwie geht ja einiges durcheinander. Ich kann nur festhalten, die Frage, die uns hier vorgelegt wird, ist nicht eine Diskussion um die Schuldenbremse, sondern auf der Tagesordnung steht die Frage, ob wir ein Gutachten in Auftrag geben wollen, nichts anderes. Und da muss ich jetzt sagen, von dieser Fragestellung habe ich vor 2 Tagen noch nichts gewusst. Und mir ist es an der Stelle dann auch egal, ob das daran liegt, dass irgendwas in der Verwaltung oder von anderen Fraktionären nicht gut gelaufen ist oder ob das in unserer Fraktion nicht entsprechend gehandelt wurde. Wenn ihr euch vor die Verwaltung stellt, okay. Aber das interessiert mich an der Stelle ehrlich gesagt gar nicht. Dann stelle ich einfach fest, ich wurde hier vor 48 Stunden nicht informiert. Und dann ist das im Wesentlichen die Diskussion an der Stelle für mich schon gelaufen und alles andere ist Derailing, was hier an der Stelle passiert. Und ich möchte mich dann auch nicht so da übertölpeln lassen an der Stelle, weil ich glaube, mit der Gutachtenvergabe macht man sich dann eventuell auch schon gemein mit dem Ergebnis, was rauskommt. Das ist natürlich dann insbesondere abhängig von der Fragestellung, die dann ganz entscheidend ist und ich würde mal auch sagen, von den Gutachtern, die da an Bord geholt wurden, die kenne ich noch nicht mal, die wurden noch nicht mal erwähnt auf der Tagesordnung. Und an der Stelle bin ich raus und wenn du ein Votum haben willst und das gleich abfragen willst, tu das, kann ich dir jetzt schon sagen, von mir an der Stelle ein Nein. Kommt auf die Fragestellung. So. Danke, Nico. Als nächster ist der Dietmar auf der Rednerliste. Jo, Thorsten, Mensch, ja, du brauchst keine Lanze für die Verwaltung zu brechen. Das bedarf dessen nicht, weil hier niemand auf der Verwaltung rumhackt. Wir wissen, das ist ein Vorschlag, den haben irgendwelche Leute aus der Verwaltung gemacht.
Aber die tun das ja nicht irgendwie aus eigenem Antrieb, sondern da gibt es irgendeinen Ausschussvorsitzenden, einen Kommissionsvorsitzenden, der sagt, mach das. So, wer ist das? Bobermann, ne? Genau, so. Was ist der? SPD, richtig? Genau. Ergo, das ist alles politisch gesteuert. Jetzt geht es aber auch wirklich nicht darum, dass hier irgendwelche Gräben ausgehoben werden sollen, Schützengräben, aus denen jetzt irgendwie die anderen Fraktionäre nicht schießen wollen oder doch oder nicht wissen oder zurückhalten sind. Ey Mann, es geht hier um Gutachten, es geht hier nicht um Pro-Kontra-Schuldenbremse. Es geht einfach um Pro-Übernahme des Grundgesetzes in die Landesverfassung, und das ist der Gutachtenauftrag und wie das formuliert werden soll. Und da habe ich eben gesagt, diese Formulierung ist einfach für die Tonne, insofern als die Gestaltungsräume, Spielräume nach dem Grundgesetz in diesem Gutachtenauftrag nicht enthalten sind und dementsprechend dieser Gutachtenauftrag in dieser Verknappung abzulehnen sein wird. Das ist doch der entscheidende Punkt. Nicht, ob der gut oder schlecht ist, sondern er ist abzulehnen in dieser Form. Und da müssen wir gucken, wie wir, sei es drum, die anderen mögen dann dafür oder dagegen sein, wie wir bitte den Auftrag so verbreitern, dass er eben die Frage der Gestaltungsspielräume nach dem Grundgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen eben beinhaltet. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich eben mindestens die Zeit bis Freitag. Ich sage nur Folgendes. Ich persönlich habe diese Woche Ausschüsse, mehrere, und morgen ist der gesamte Haushaltsausschuss und Finanzausschuss unterwegs, aushäusig. Das heißt, die Fachabgeordneten sind alle unterwegs und alle nicht da. Die sind darüber hinaus in der Vorbereitung auf Donnerstag, HFA-Sitzung, eine Anhörung. Und jetzt möchte ich noch eins erwähnen. Gestern ist eine Vorlage gekommen des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen, 13 Seiten zur Frage der Schuldenbremse. Zur Frage der Schuldenbremse, der Umsetzung derselben im Land Nordrhein-Westfalen, nämlich auf Anfrage der CDU, wie sieht es denn überhaupt aus? Was läuft denn hier? Ist zu sehen in dem Parlamentspapier. Ich weiß noch nicht, ob es in Parlamentspapieren schon drin ist. Ich habe das nur über einen Ausschussassistenten zugeleitet bekommen. Sehr interessant. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das in vollem Umfang zu lesen. Sehr interessant, jedenfalls auch, was den Vergleich mit anderen Bundesländern angeht. Wie die denn so operieren. Wir haben nämlich 5 oder 6 Bundesländer, die überhaupt noch gar nichts machen in diese Richtung. Dazu gehört Nordrhein-Westfalen. Da gibt es 4 oder 5 Bundesländer, haben es in die Verfassung aufgenommen, und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz interessanter Aspekt, den man nämlich dann auch noch in die Frage der Gutachtenvergabe gegebenenfalls wird mit einbeziehen müssen, auch von der Wertung her, wenn man denn einem Gutachtenauftrag schon eine Grundwertung beilegen möchte oder beigeben möchte. So, also nochmal, es geht hier nicht um die Entscheidung der Fraktion. Und Toso, ich muss dir widersprechen. Erstens hast du nicht in jeder dritten Sitzung hier gesagt, von wegen, wir müssen jetzt mal was mit der Schuldenbremse machen. Das stimmt nicht. Ja, stimmt, ist einfach völliger Quatsch. Und das Thema Schuldenbremse ist immer dann, das ploppt immer dann auf, wenn es um Haushaltsfragen geht oder um irgendwelche Kohle. Oh, und dann kommt wieder irgendjemand und sagt, ja, aber Dietmar, du willst das ja sowieso nicht, weil du bist ja für die Schuldenbremse. Ey, noch mal, Leute, ich bin fürs Grundgesetz, okay? Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir das sagen. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir sagen, wie wir das ändern wollen. Und dann müssen wir eine fundierte Meinung haben, die, und das behaupte ich jetzt einfach mal sagen zu dürfen, wofür all unser Wissen, derer, die wir hier am Tisch sitzen, nicht ausreicht, um die Expertise eben da einzubringen, das auch tatsächlich richtig zu machen. Und vor allen Dingen volkswirtschaftlich, juristisch, verfassungsmäßig, europarechtlich und so weiter und so fort richtig zu machen. Wir leben in Europa, wir leben im europäischen Kontext. Das ist keine rein deutsche Angelegenheit, über die wir hier reden. Wir reden hier über eine europäische Angelegenheit. Und wenn er damit anfängt, dann bitteschön, dann fangt doch bitte an zu diskutieren. Nur, das geht nicht um den Gutachtenauftrag hier. Ich will hier wissen, was ist der Gutachter bereit hier tatsächlich oder wie wollen die anderen mit dem Gutachtenauftrag umgehen? Ich muss sagen, ich wäre dagegen, diesen Gutachtenauftrag so durch Schweigen zuzustimmen. Da würde es heißen, meines Erachtens, eine E-Mail reicht. Wir sind dagegen. Wir brauchen mindestens eine Woche, um hier Ergänzungen und um den Sachverhalt entsprechend zu prüfen und eine Ergänzung vorzuschlagen. Olaf. Ich verstehe auch, also das ist wirklich die Sache, die mich am meisten irgendwie jetzt gerade gewurmt hat in der Diskussion, wieso ich eine Meinung zu der Schuldenbremse haben muss, wenn ich eine Meinung zu dem Auftrag habe.
Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann dagegen sein und kann trotzdem den Auftrag so formulieren, weil ich gerne die Bandbreite, die Möglichkeiten wissen möchte. Gerade als Gegner der Schuldenbremse möchte ich es vielleicht wissen, weil es könnte ja doch einen Vorteil haben, dass ich, wenn ich je nachdem, welche Spielräume ich habe, dass ich es in der Verfassung habe. Und dann könnte ich mich sogar unter Umständen sogar noch mit jemandem einigen, der für die Schuldenbremse ist, weil wir beide die Spielräume für die Landesverfassung oder für das Land gerne hätten. Also ist es sogar noch völlig egal, welche Meinung ich zur Schuldenbremse auf Bundesebene habe. Es geht jetzt darum, wie geht das Land mit dieser Schuldenbremse um? Und das ist eine ganz andere Frage. Das ist nicht die Frage. Auf Bundesebene würde ich immer dagegen stimmen. Jetzt bin ich aber auf Land, da kann ich nur sagen, finde ich scheiße, bin ich aber dran gebunden. Und jetzt kann ich mich noch fragen, will ich es drin haben oder will ich es nicht in der Verfassung haben? Aber welche Meinung ich zu der Schuldenbremse habe, ist dafür doch völlig unerheblich. Die muss ich doch gar nicht formulieren. Und die zweite Sache ist die, was soll man jetzt so viel Theater noch darum machen? Jetzt eine Meinung, diese Woche. Ich meine, nächste Woche wird es ja wahrscheinlich auf dem Parteitag zumindest einmal darüber abgestimmt. Jetzt eine Meinung als Fraktion sich darüber zu bilden, fände ich zu dem derzeitigen Zeitpunkt dann auch falsch. Also das fände ich dann auch irgendwie fast eine Vorwegnahme und würde mich derzeit sogar, obwohl meine Meinung wohl allgemein bekannt ist, auch bei einer Abstimmung enthalten. Weil da würde ich doch dann lieber jetzt erstmal die Abstimmung auf dem Parteitag abwarten, was wir für eine Meinung zu einer Schuldenbremse haben. Und die Sache jetzt, die wir jetzt hier machen mit dem Auftrag, ja, was ich unheimlich falsch finde und wo ich auch den ersten Protest einlegen würde, ich kann mich innerhalb von 2 Tagen leider nicht entscheiden, wie es ist. Und wenn ich mich nicht entscheiden kann und ich es nur dadurch ändern kann, dass ich dagegen bin, dann wäre ich natürlich auch dagegen. Prinzipiell, ich kann es nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Mein erstes Lesen oder mein erstes Hören hat mir gesagt, ist doch völlig überflüssig, brauchen wir nicht. Aufgrund der Diskussion, die dann hier gelaufen ist, vor allem aufgrund dessen, was Dietmar dann gesagt hat, kam ich auf die Idee, obwohl ich ein Gegner der Schuldenbremse, könnte ja trotzdem interessant sein, da vielleicht mal zu hören, welche Möglichkeiten bestehen. Nur das jetzt bis morgen zu wissen, halte ich ein bisschen knapp. Und da möchte ich jetzt auch keinem irgendwie die Schuld zuweisen. Die Schuld kann man frühestens dann jemandem zuweisen, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen noch eine Woche und die sagen, nee, ist nicht. Dann kann man dem, der sagt, nee, ist nicht, die Schuld zuweisen. Ansonsten war ein netter Versuch, klappt nicht. Wir können nicht bis morgen eine Antwort geben, fände ich auch ein bisschen übereifrig. Du hast jetzt Ende der Woche vorgeschlagen, das käme jetzt auf die Leute an, ich glaube, Dietmar hatte nächste Woche vorgeschlagen, eine Woche. Ja. Eine Woche Verzögerung wäre auch eigentlich mein Vorschlag. Genau eine Woche später können Sie dann unseren Formulierung für einen Gutachter haben. Harald. Also der Michel und der Toso haben hier in die Fraktion eingebracht die Frage des Gutachtenauftrages Schuldenbremse. Und das ist jetzt gerade auf dem Tisch und ist ein bisschen misslich, dass man da so schnell reagieren muss. Aber der Thorsten hat ja gerade einen Weg aufgezeigt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass also kein Problem sei bis Freitag, vielleicht ist es ja auch kein Problem bis Dienstag, keine Ahnung, ja, aber das müssen ja die Verantwortlichen der Verfassungskommission auch überschauen, dass es kein Problem sei, ein paar Tage Luft noch zu holen, um dann möglicherweise was Konstruktives von unserer Seite dort einzubringen. Ich meine, worum geht es denn? Es geht ja eigentlich nicht um die Grundsatzfrage für oder gegen Schuldenbremse, um die geht es gar nicht, sondern ich denke, es geht darum, den Gutachtenauftrag so breit zu formulieren, dass sichtbar wird, welche Gestaltung, also im Ergebnis des Gutachtens dann, sichtbar wird, welche Gestaltungsmöglichkeiten existieren überhaupt auf Länderebene. Und das ist in dem jetzigen Gutachtenauftrag nicht drin. Ich bin auch der Dietmars und Olafs Meinung. Das greift viel zu kurz. Aber dafür kann natürlich nicht eine Verwaltung verantwortlich gemacht werden. Das sehe ich auch nicht. Das ist ja ganz klar. Ja, jedenfalls, der Gutachtenauftrag so ist viel zu eng, muss breiter. Ich denke, das ist ja auch schon Konsens hier. Denn es geht darum, kennenzulernen, welche Möglichkeiten existieren hier. Da existieren eine Menge Veröffentlichungen zu. Ich will mich dazu auch nicht auslassen. Pragmatischer Vorschlag, also jetzt um auch Michel und Thorsten aufzugreifen, es setzen sich die Zuständigen und Verantwortlichen hin
und ergänzen diesen Gutachtensauftrag konstruktiv in diesem Sinne, bereit, die Gestaltungsmöglichkeiten zu prüfen. Das sind in erster Linie Gerhard und Nico, die sind nämlich als die zuständigen Referenten in der Verfassungskommission und natürlich auch der Haushalts- und Finanzbereich, das liegt ja auch auf der Hand, ja, das ist ja fachlich dort auch in erster Linie zugeordnet. Die setzen sich zusammen, machen eine Formulierungsergänzung, die Michel und Toso an die Hand bekommen, wenn die Chance besteht, in der Fraktion das nochmal abzusegnen, umso besser bis Dienstag. Wenn nicht, muss man einen anderen Weg zwischendurch finden. Das Problem, was ich noch ein bisschen sehe, aber da will ich mich jetzt nicht zu auslassen, wenn die Verfassungskommission sich auf lediglich zwei Gutachter verständigt hat, dann hat sie sich darauf verständigt. Ist ja manchmal sehr ungünstig, aber wenn das so ist, ist es so. Umso wichtiger ist, wie der Auftrag formuliert wird. Also deshalb schlage ich das vor, dass die Fraktion dieses hier entscheidet und fertig. Vielleicht schaffen wir jetzt die Schlussrunde. Toso. Ja, danke, Harald. Ein konstruktiver Ansatz, gefällt mir immer gut. Nee, nicht gleichwohl. Im Endeffekt hat Harald ja jetzt das Ganze schon ausformuliert. Wenn sich die Fraktion jetzt an der Stelle damit bereit erklärt, dann würden wir diese Ausformulierung gleich nochmal mit Gerd und Nico besprechen und dann nochmal rumschicken. Dann kann jeder nochmal sein Plazit dazu geben. Und dann würden wir das der Verwaltung innerhalb der Verfassungskommission so weitergeben. Das war auch das einzige Ansinnen, was Michel hatte, das hier reinzubringen, dass ihr auch hier alle mitgenommen seid. Wir werden das halt bei diesen Querschnittsthemen bei der Verfassungskommission immer mal wieder machen müssen. Von daher ist es vielleicht sinnvoll, wenn sich jeder nochmal den Auftrag der Verfassungskommission rausnimmt und schaut, was ist denn das Gebiet, wo ich meine, der Experte zu sein. Dann könnt ihr uns da gerne immer Input zu geben, weil es ist nun mal eine Querschnittskommission. So eine Verfassung ist halt die Grundlage für den Rest an Gesetzen. Ne? Deshalb werden wir das auch weiterhin immer wieder hier reintragen. Wie ich das übrigens gemacht habe mit der Schuldenbremse. Regelmäßig. Michel. Und ja. Also ohne auf einzelne Wortbeiträge einzugehen, weil ich keine Türmchen bauen möchte. Haben wir, und ich glaube, das kann ich sagen, auf der Klausurtagung auch darüber geredet, wie das ist mit sich informieren und bei Fragen, die alle angehen, Toso hat gesagt, Querschnittsthema, sich da eben auch selbstständig zu informieren und auch selber, wenn man was sieht, entsprechend vorzugehen und diejenigen, die sich damit beschäftigen, also die von der Fraktion da eingesetzt wurden in Kommissionen oder in Enquetes oder in was auch immer, dass man sich dann proaktiv darum bemüht, auf die zuzugehen und denen zu sagen, was man glaubt, was von den Informationen, die man dann hat, die ja gerade bei der Verfassungskommission alle öffentlich sind, was da falsch läuft. Ich finde es ein bisschen unglücklich zu sagen, da haben die entsprechenden MDL versagt und haben nicht genug Infos geliefert. Aber gut. Das war ein schöner Testballon, um zu gucken, was passiert, wenn man in so einer Kommission, in der man eigentlich alles untereinander regelt, wenn man da hingeht und sich einen Punkt rausnimmt und das hier in die Fraktionen bringt. Und dann muss ich von meiner Seite aus sagen, dass ich das demnächst nicht mehr so in dieser Form tun werde, weil das mir ein bisschen sehr anstrengend ist, weil die Frage, vielleicht habe ich auch die Frage falsch formuliert am Anfang, das mag ja sein, aber die Diskussion und der Verlauf und wie einige Leute hier dann mit Herzblut das innerhalb dieser Fraktionssitzung sagen, was sie eigentlich dem politischen Gegner ins Gesicht sagen müssten, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich wollte vorwarnen. Ja, das kann ich gerne sagen. Wenn hier dem Rainer Bovermann vorgeworfen wird, er hätte bei der Gutachtenvergabe gemauschelt, weil das alles politisch gesteuert wäre, dann ist das sehr schwierig, weil alles innerhalb dieser Verfassungskommission mit allen Obleuten abgesprochen ist. Und da geht nicht einer hin und steuert irgendwas politisch. Nee, es gibt eine Deadline. Weil nichts passiert. Er hat ja versucht, den Zeitplan einzuhalten. Das ist alles. Deshalb ist der Auftrag auch sehr übersichtlich formuliert. So, also ich sage das. Der Zeitplan ist auf der Webseite veröffentlicht. Du hast ja
Ich sage das nochmal, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich wollte nicht über die Schuldenbremse hier diskutieren, vielleicht ist das auch falsch rübergekommen, ich wiederhole das nochmal, sondern ich wollte sagen, es gibt ein Gutachten zur Schuldenbremse, da gibt es eine Formulierung, die wollte ich vorgelesen haben und dann wollte ich euch damit mitteilen, diese Verfassungskommission redet über die Schuldenbremse und da wird am Ende ein Ergebnis rauskommen. Ich behaupte mal, ob wir das wollen oder nicht, wird die Schuldenbremse in die Verfassung kommen, aber das ist nur eine Einschätzung von mir. Und wir sollten in dem Moment, wo es darum geht, eine politische Entscheidung getroffen haben, wie wir uns dazu positionieren. Und diese Diskussion hier oder dass ich das auf die Tagesordnung gebracht habe, soll eine Vorwarnung dazu sein, dass wir jetzt nicht noch 2 Jahre diskutieren können, sondern dass wir irgendwann uns über das Thema Schuldenbremse auch Gedanken machen müssen. Das ist jetzt natürlich ein Gutachterauftrag und natürlich geht es nur um diesen Text. Und ich finde gut, wenn wir den Gutachterauftrag erweitern wollen, dass wir uns dann, ich habe das gerade gesagt, dass wir uns dann vielleicht von mir aus sogar gleich zusammensetzen und dass wir darüber diskutieren, ob wir diesem Auftrag so zustimmen oder ob wir eine Erweiterung fordern. Ich warne nur auch davor, zu glauben, wir seien hier die Einzigen, denn dieser Gutachterauftrag muss dann wieder mit allen abgesprochen werden und wir sollten da, wenn wir ein Ziel durchbringen wollen, nicht mit der Maximalforderung kommen, sondern sollten uns überlegen, wie wir das hinbekommen, dass wir mit den anderen zusammen einen vernünftigen Auftrag formulieren. Aber das können wir gleich gerne tun. Ich glaube auch, dass der Toso dafür bereitsteht. Ich hatte das schon vorgeschlagen. Der Harald ist in dieselbe Kerbe geschlagen. Lass uns das machen. Wobei wir bei Harald nicht vorgekommen sind. Das möchte ich kurz erwähnen. Ja, inhaltlich sind wir, denke ich, fertig mit dem Punkt. Jetzt habe ich noch Wortmeldungen natürlich bekommen von in diesem Fall Dietmar und Daniel Schwert. Ich appelliere an eure Vernunft und sage Dietmar. Genau, also gar nicht inhaltlich. Michel, Toso, niemand hat euch hier angegriffen, nur mal so ganz, ganz klar in den Raum gestellt, weil das kommt jetzt so ein bisschen durch und weil du auch sagst, nö, das mache ich jetzt nicht mehr oder so. Doch, mach es weiter. Mach das ruhig weiter, die Sachen hier reinzukippen, weil das sind ja Dinge, die ihr als Kommissionsmitglieder wisst, ja, Zeitpläne, Deadlines und so, nein, die wissen nicht alle. Ganz klar, nein, wissen die nicht alle. Und du sagst auch zu Recht, es gibt auch Ortleute-Runden, wo bestimmte Dinge besprochen werden. Nein, das wissen auch nicht alle. Ich wusste es jedenfalls nicht, dass diese Entscheidung jetzt hier über das Gutachten ansteht. Und sei es drum, wenn das nur dem Umstand diente, hier eine inhaltliche Diskussion anzustoßen, dann nicht. Gut. Hier nicht, gut. Dann bleibt es dabei. Ich bin dafür, dass das so gemacht wird, wie der Harald das vorgeschlagen hat. Ansonsten, euch trifft hier kein Vorwurf. Ja? Kein Vorwurf in eure Richtung. Da war auch schon die Mail nicht drauf angelegt. Die sagte ja sogar, ja, ey Leute, tut uns leid. Da können wir auch nichts für, wenn gestern erst die E-Mail kommt. Punkt, ne? Nochmal. Kein Vorwurf an euch in persönlicher oder sonstiger fachlicher Hinsicht. Darum geht es nicht. Nur müsst ihr verstehen, dass der ein oder andere hier auch emotional reagiert, wenn er konfrontiert wird mit so einer Frechheit aus der Sicht des Außenstehenden. Ja? Und was den Bobermann angeht oder wen auch immer, kein Problem. Ja? Hallo, lieber Kollege Professor Dr. Bobermann, nicht persönlich nehmen. Daniel Schwert. Ja, dann versuche ich es mal mit dem Schlusswort. Ich glaube, es ist deswegen so kompliziert, weil wir hier eben eine besagte Stellvertreterdebatte führen, solange wir dieses politische Vakuum haben, dass wir nicht wissen, wie wir uns zur Schuldenbremse selbst stellen wollen, wird es auch um solche Formalien immer geben. Und wo wir doch jetzt gerade den BUFO hier haben, würde ich das mal so gerne als Arbeitsauftrag formulieren. Wir brauchen eigentlich so eine Formulierung oder vielmehr so eine Positionierung, wie wir mit der Schuldenbremse umgehen, weil wir an allen Stellen, also insbesondere wenn es um den Haushalt geht, natürlich damit in Berührung kommen. Und wie du siehst, ist bei der Fraktion hier keine eindeutige Meinung vorhanden. Wir haben auch nichts, auf das wir uns letztlich programmatisch stützen können. So unmittelbar, immer nur sehr, sehr abstrakt. Insofern, ja, wenn das eine Gelegenheit wäre, vielleicht für einen Basisentscheid oder für sonst eine Gelegenheit, sowas herbeizuführen, würde ich das oder würde uns das wahrscheinlich helfen, wenn wir ein entsprechendes Votum aus der Partei hätten? Gut, also jetzt noch mal ganz kurz, Toso oder Michel,
Wir schicken das jetzt gleich als Mail rum. Was Harald hier als Vorschlag gemacht hat. Wunderbar. So, jetzt haben wir mittlerweile 12.49 Uhr. Wir haben noch eine Menge auf der Tagesordnung. Ich habe es schon fast befürchtet. Ja. Vor allen Dingen einen sehr, sehr wichtigen, nicht öffentlichen Teil später noch. Von daher, und um 13.30 Uhr ist ja, glaube ich, auch nicht öffentlich Enquete 3. Joachim, glaube ich, ne? Nickt, ja. So jung kommen wir nicht mehr so schnell zusammen. Ich würde ganz gerne die Sitzung für 5 Minuten mit allen gemeinsam unterbrechen, damit wir eben ein Gruppenfoto auch mit dem Bufo machen können, wenn niemand was dagegen hat. Und dann würde ich ganz gerne direkt einsteigen in Top 7 und folgende und dass wir die dann ganz stringent abarbeiten. So schnell und konsequent wie geht. Natürlich gibt es Zwischenmeldungen und von daher, Michelle. Aber nur, wenn der Bufo auch in mein Poesiealbum schreibt. Musst du das jetzt von zu Hause holen? Achso, entschuldige, Ingo. Das Gruppenfoto. Darf ich ganz kurz eure Aufmerksamkeit haben? Das Gruppenfoto machen wir hier vorne vor dem Saal. Und um korrekt zu sein, wir machen 2 Gruppenfotos. Einmal mit dem Bufo und einmal wollen wir Gelegenheiten nutzen, dass wir alle 19 heute hier sind, auch mal ohne Bufo, damit wir das halt eben für unsere Internetseite auch haben. Also bitte bleibt geduldig vor dem Saal stehen. Lieber Stream, wir sind da mal gerade weg. Ich glaube, der wird bereits vorbereitet. Okay, ich sag mal bis gleich. Sorry. Nein, kommt noch nicht. Wunderbar, Stream läuft wieder ein. Wunderschönen guten Tag. Wir machen jetzt mal eben rasch weiter. Wir haben 13 Uhr, nicht mehr viel Zeit. Wir kommen zu Top 7. Es geht, ist etwas zweigeteilt und sozusagen die kurze Frage an Birgit, wie ist der Zwischenstand im Bereich eines möglichen PUR, die Entwurfsphase, soweit das überhaupt möglich ist und obendrein die Frage, möchten wir Birgit als zuständige Person, das hatten wir bis dato noch gar nicht offiziell mehr oder weniger bestätigt, mit dieser gesamten Geschichte eigentlich betrauen oder auch als potenzielle Obfrau handeln. Von daher, Birgit, wenn du möchtest, würde ich dir jetzt gerne das Wort erteilen. Ja, danke. Ja, ich mache das kurz, weil wir ja offenbar ein bisschen in Zeitdruck sind. Also ich habe halt den Sommer auch damit verbracht, noch relativ viel so Rechercheergebnisse zusammenzusammeln. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die an mich herantreten und sagen, ich habe hier noch was und guck da doch mal drauf. Und das, also zum Beispiel war ich beim Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, die eine sehr umfassende Recherche über Neonazi-Szene der letzten, was auch immer, wie viele Jahren, also im Grunde eine sehr große Dokumentation haben, mit Anwälten gesprochen, mit Menschen aus anderen Untersuchungsausschüssen und so weiter. Ich sehe es als Chance des Ausschusses, ein umfassendes Bild der rechtsextremen Szene von Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten, eben plus Vernetzung mit dem NSU. Und sehe da auch so ein bisschen Thüringen als ein Vorbild, sage ich jetzt mal, weil halt da sehr viele Menschen sehr großartige Arbeit gemacht haben und sich vor allem auch sehr deutlich damit beschäftigt haben, wie es mit strukturellem und institutionellem Rassismus in der Mitte der Gesellschaft und in halt Behörden aussieht. Und weiterhin wird es natürlich gehen um die Problematik des Einsatzes von V-Leuten und die Rolle des Verfassungsschutzes, aber eine der Hauptthematiken, das wünschen sich vor allem auch die Opfer oder die Angehörigen der Opfer, dass sich der Untersuchungsausschuss beschäftigen soll mit der Frage von möglichen Unterstützernetzwerken. Das ist ja im Grunde völlig ungeklärt. Und was die Verhandlungen angeht, ist es so, dass die CDU halt gefragt hat, wer halt jetzt zuständig ist. Da habe ich halt erstmal vorsichtig gesagt, ich hoffe, dass ich das machen darf. Da beschließen wir ja gleich dann noch. Und insofern hoffe ich auf konkrete Gespräche jetzt entweder im Laufe dieser oder im Laufe der nächsten Woche. Nicht nur die CDU fragt das, also auch die Presse ist ein paar Mal an mich herangetreten, weil die Presse halt auch großes Interesse daran hat, den Untersuchungsausschuss zu begleiten, wenn er denn läuft. Und auch die fragen natürlich immer, wer wird denn bei euch Obfrau und wer macht das und so weiter. Und ich habe dann halt immer im Grunde sehr vorsichtig geantwortet, dass ich das natürlich sehr gerne machen möchte und dass ich hoffe, dass die Fraktion das ähnlich sieht. Gut. Ja, vielen Dank, Birgit.
In der Kurz. Ah, okay. Es gibt Zwischenmeldungen. Joachim? Also, ich will das nur noch mal ergänzen. Mein letzter Stand, weil wir hatten ja gesagt, wir machen das auch unter Fraktionsvorsitzenden bzw. auf Vorstandsebene, ist tatsächlich das Gespräch mit Herrn Laschet und Herrn Briggen und so weiter im Büro von Herrn Laschet. Dort habe ich auch gesagt, die Fraktion wird entscheiden, aber Frau Rydlewski ist bei uns zunächst mal die Ansprechpartnerin. Und ich habe auch da nochmal deutlich gemacht, dass es uns nicht nur um die ungeklärten Fälle und um die Tatsache geht, dass Berlin nur 3 Tage Zeit hatte für die Vorkommnisse in NRW, sondern dass man tatsächlich dieses Netzwerk mal den Stein umdreht und das Netzwerk ans Tageslicht zerrt. Dem hat Herr Laschet beigestimmt. Also ich denke, wir können da unser Fund mit Birgit durchaus einbringen gleich. Okay, hat jemand etwas dagegen, ich mache das umgekehrte Verfahren, dass Birgit sozusagen unsere designierte Obfrau für einen möglichen NSU-Pur ist? Der möge sich jetzt bitte melden. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Demzufolge nach einstimmig herzlichen Glückwunsch, Birgit. Du hast den Job. Damit kommen wir zu Top 8, Satzungsänderungsantrag. Netterweise nach Rücksprache mit Dirk verlegen wir ihn um eine Woche auf die kommende Woche. Kommen wir somit zu Top 9, das sind die im Sommer abgelaufenen, durchgeführten Umlaufbeschlüsse in der etwas längeren Sommerpause. Es sind einige geworden, von daher ganz kurz und schmerzlos. Daniel, für den Bereich der Bild-Zeitung, wir müssen den ja jetzt noch mal abstimmen. Möchtest du dazu noch mal was sagen, in aller Ruhe kurz darstellen? Der Umlaufbeschluss 16981. Den habe ich zurückgezogen. Okay, wunderbar. Dann kommen wir zu dem Bereich der Sommerfeste. Es geht um die Versionen klassisch, Themenfest, kein Sommerfest. Und die erneute Einstellung neuerlicher Abstimmung, klassisch, Themenfest, kein Sommerfest. Die Grünen hatten vor der Sommerpause ihr Sommerfest auch schon abgesagt gehabt mit der Begründung der Haushaltssperre, was ich jetzt mal so einfach stehen lasse. Wie möchtet ihr vorgehen? Welcher Sommer? Thematisch, inhaltlich? Ich sehe eine erste Wortmeldung. Michelle? Ich mach's kurz. Ich bin eindeutig gegen die Absage mit so einer Begründung, weil wir haben ja als Fraktion die Aufgabe, auch unsere Politik und das, was wir tun, zu präsentieren. So ein Sommerfest ist eine Gelegenheit dazu und ich glaube, dafür sind unsere Fraktionsmittel da. Außerdem haben natürlich die Fraktionsmittel, das für die Zuschauer im Stream, nichts damit zu tun, dass wir hier eine Haushaltssperre haben, weil da geht es um die Landesregierung. Aber man kann da natürlich mitmachen. Also nochmal, wie gesagt, wir müssen unsere Politik da präsentieren, bitte. Toso? Ja, konsequent von der Grünen-Fraktion wäre an der Stelle natürlich auch, wenn sie nicht nur das Sommerfest absagen, sondern das angesparte Geld dann auch ans Land zurückgeben. Ne? Sonst ändert sich ja an der Landesausgabe mal eben nichts. So, das ist doch rechtlich nicht möglich. Kommen wir nun also zur entsprechenden Abstimmung in der Hinsicht innerhalb dieser Runde. Das ist nämlich, machen wir ein klassisches Sommerfest, machen wir ein Themenfest oder machen wir kein Sommerfest? Ich bitte um eure Handmeldung für machen wir ein klassisches Sommerfest, Variante 1. Vielen Dank. Ich warte noch auf das Okay von Nicole. Wenn Nicole sagt, gut, wunderbar, Dankeschön. Dann die Abstimmung über Variante 2. Wir machen ein Themenfest. Das ist auch noch möglich. Also es ist ja jeder Einzelne, es ist Approval-Abstimmung. Also noch einmal, wer wäre denn für ein Sommerfest Variante 2 als Themenfest? Themenfest ist Sommerfest. 2, 3, 4, 5. 6. Okay, danke. Und dann kommen wir jetzt noch eben zur Abstimmung über, wir machen kein Sommerfest. Wer könnte dem so zustimmen? Auch Sommerfest schon auf Fleisch. Ja, Herbstfest. So hatte ich das eben auch. Wir haben übrigens mal gesagt, dass wir die Namen protokollieren. Ich sage das nur vorsichtig.
hatten wir. Es wurde gerade seitlich reingenuschelt, ich hatte das jetzt nicht gesehen. Wollten wir da nicht die Namen protokollieren? Ich bin gerade selber verwirrt. Wenn wir den ersten annehmen, sollten wir die Namen dabei schreiben. Ja, dann sollten wir die Namen. Darf ich da nochmal ganz kurz für das Protokoll nach. Entschuldigung. Also nochmal für eins, alleine wegen der Namen, es tut mir leid. Dann noch einmal für Variante 2, das waren ja deutlich weniger, ich gehörte mit dazu. Und dann einmal für kein Sommerfestverzerrung. Ist wieder 3 Sekunden verloren. So, nächster Umlaufbeschluss wäre gewesen oder ist gewesen, die Datenflut zu unterstützen. Ich glaube, das war der Sommerpause geschuldet. Die Aktion Datenflut läuft noch genau bis, glaube ich, 30.08. Das heißt, wir könnten, wenn wir das jetzt entsprechend hier beschließen, auch noch für die letzte Woche ein bisschen anfeuern. Möchten wir die Aktion Datenflut von Seiten der Piratenfraktion auf Bundesebene unterstützen. Von daher bitte ich um euer Handzeichen. Nico auch nicht. Ich habe dazu was geschrieben. Du kannst auf den Link klicken und lesen, was ich geschrieben habe. Wann? Im Redmine steht da was zu drin. Ja, da steht ziemlich viel. Ja, wollte ich gerade sagen. Da steht auch ganz viel zum Sommerfest. Nee, weiter unter Stück. Der Bufo hat es beschlossen. Oh. Aber wir können es ja auch. Ja. Oh. Ich bin trotzdem, wenn man das. Ja, man kann alles unterstützen. Ist doch ruhig. Ja, weil so vier eigentlich nicht. Ich dachte, bis halb. So, wo haben wir denn? Oh, schon. Privat bleibt nicht öffentlich, oder was meinst du jetzt? Nee, alle anderen sind angenommen. Angenommen. Oh. Ich persönlich habe natürlich noch einen, den ich nochmal auf die Tee. Okay, dann nochmal ganz kurz der Olli zu einem der Punkte. So, alle anderen Umlaufbeschlüsse, die da stehen, sind nachrichtlich, wie immer. Und die sind ja bereits entweder angenommen oder fertig abgelehnt. Ich glaube, alle angenommen. Ich persönlich habe allerdings zu dem Umlaufbeschluss, weil es da Diskussionen da gab, Ausschussbesetzung und Vorsitz für die Enquete-Kommission. Dort haben wir diskutiert, kann man das bei Umlaufbeschluss machen? Und deshalb würde ich ihn trotzdem gerne nochmal bestätigen. Es geht darum, mich als Obleut und den Kai Schmalenbach als Stellvertreter als das ordentliches Mitglied, weil wir haben ja nur ein ordentliches Mitglied, für die zukünftige Enquete-Kommission ÖPNV zu bestimmen, was dazu führen würde, dass ich auch den Vorsitz machen würde. Und das ist eine Sache, die die Verwaltung gerne sehr frühzeitig wissen möchte, weil da ein paar Sachen dran hängen. Der war positiv abgestimmt mit 10 Dafürstimmen. Allerdings war die Frage, kann man das beim Umlaufbeschluss machen? So, kommen wir dann nachrichtlich zum nächsten Punkt. Also, wollen wir es nochmal abstimmen oder wenn, warten wir auf Gegenrede, ob das so durchgeht? Ja? Gut. Dann ist, sage ich jetzt, der ist abgestimmt und dann werde ich die Verwaltung auch entsprechend informieren.
Entschuldige, Olli, das war jetzt gerade. Okay, da sitzt du der Zeitschalk im Nacken. Top 10, Nachtragbericht des Vorstands. In aller Kürze, ich habe noch einmal das gleiche Protokoll sicherheitshalber doppelt verlinkt an dieser Stelle. Es wurden hauptsächlich auch wiederum durch die Sommerpause bedingt die Vorgehensweisen des heutigen Tages besprochen. Obendrein einzelne Punkte angerissen, die wir für den nicht öffentlichen Teil heute gleich hier jetzt noch haben. Aus dem Bereich der Fraktionsgeschäftsführung war es ähnlich gelagert. Es gibt noch einen Bereichspunkt für nächste Woche schon mal in der Ankündigung. Das ist halt die Umbesetzung einzelner Ausschüsse und die Möglichkeiten derer, die wir auf der Fraktionsklausur ein bisschen besprochen haben. Obendrein in dem Zusammenhang davon abhängig, was wir jetzt beim LPT kommendes Wochenende vielleicht noch für neue Anträge mit reinkriegen. Und dann gibt es aus meiner Sicht nichts Großartiges weiteres. Gibt es Fragen? Ich sehe, das ist... Ja, gerne. Toso. Ihr habt ja, ich glaube, 2 Vorstandssitzungen in der Sommerpause gemacht. Da finde ich demnächst toll, wenn ihr eben eine Mail schreibt, dass das passiert. Einfach nur als Anmerkung. Werde ich in meiner Aufarbeitung aufgrund des Zeitraums, wo ich nicht da war, auf jeden Fall mit einbeziehen und auch nochmal thematisieren. Ich danke dir für den Hinweis, Toso. Nee, ich wollte nur ganz kurz, weil ich habe gesehen, dass sehr ausgiebig auch über das Thema Campaigning und sowas gesprochen wurde, dass es auf jeden Fall natürlich etwas ist, was bekannt ist und auch was das Konzept angeht, dass da was passiert. Und ich wollte nochmal auf die Arbeitsgruppe, die es ja noch gibt, hinweisen und Mitarbeiter einfordern. Der Rest kommt per E-Mail die nächsten Tage. Wunderbarer Hinweis und du wirst es nicht glauben, deswegen hatte ich 15 Minuten, man möchte ja bestimmte Dinge mal so ein bisschen auch mal geheim halten, deswegen möchte ich jetzt gerne gleich in den nicht öffentlichen Teil gehen und relativ kurz dann direkt Harald weitermachen lassen und die Zeit, die wir dann im nicht öffentlichen Teil noch haben könnten, würde ich zum Beispiel genau für diesen Bereich dann noch zur Verfügung stehend nutzen wollen. Von daher würde ich sagen, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, sind wir mit dem öffentlichen Teil der heutigen Sitzung durch, inklusive der Neuwahlen, inklusive des oder der Kandidaturen, inklusive des wunderbaren Besuchs unseres BUFOs und möchte mich ganz herzlich bei allen Zuschauern, Zuhörerinnen, Zuhörern, wie auch immer, bedanken. Ich hoffe, es war nicht ganz so facial palmierungswürdig und von daher bis nächste Woche und tschüss.